willkommen zu unserer Veranstaltung. Wer geht denn schon zu Spukamal? Wir wollen heute Abend über den Zustand der Hochschulpolitik an der Uni Mainz diskutieren. Ich bin Elisabeth Brachmann, ich bin Chefredakteurin von Campus Mainz und ich habe die Diskussion zusammen mit Stevie bzw. ganz Campus Radio organisiert, weil wir einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen wollen darüber, wie sieht es so mit Hochschulpolitik an der Uni Mainz aus, woran könnte es liegen, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist und vielleicht auch, was können Campusmedien machen, um die Studierenden besser einzubeziehen, besser zu informieren. Genau, und die Diskussion findet im Rahmen des übergeordneten Projekts Warum wählst du statt. Das ist ein Crowd-Newsroom, also eine groß angelegte Recherche dazu, wie es generell aussieht mit Hochschulpolitik an deutschen Hochschulen. Und das wurde initiiert von Miriam Lenz und Maria Mercedes Hering von Korrektiv, beide ehemalige Studentinnen von der KU Berlin. und ich freue mich total, dass auch so viele von euch natürlich da dazu gekommen sind und hoffe, dass wir auch zusammen danach, wenn die Podiumsdiskussion so ein bisschen zu Ende kommt, diskutieren können, was ihr so für Ideen habt. Genau. Und dann würde ich auch zur Vorstellung der Gäste gerade übergeben. Dankeschön. Genau, Elli hat ja eigentlich schon ganz viel vorweggenommen. Noch ganz kurz, wir sind jetzt mittlerweile seit 3 Jahren mit dem Thema Hochschulpolitik beschäftigt, was ein wahnsinnig wichtiges Thema eigentlich für alle Studierenden ist und eigentlich großen Einfluss, also studentische Demokratie hat einfach einen sehr großen Einfluss auf das Leben von Studierenden. Aber es gibt an vielen Hochschulen Probleme, sei es niedrige Wahlbeteiligung, sei es generell ein geringes Interesse an Ämtern. Und wir wollen heute mit euch zusammen diskutieren, sowohl hier auf dem Podium als auch mit euch als Gästen, was eigentlich hier gut läuft in Mainz, was nicht so gut läuft und wie man die Dinge, die nicht so gut laufen, auch ändern kann. Zuerst würden wir es jetzt so machen, dass Miriam und ich ganz kurz das Projekt vorstellen, das Projekt Warum wählst du von Korrektiv, damit nochmal sozusagen wir alle auch wissen, in welchem Rahmen wir das heute eigentlich machen. Und dann geht es auch schon los mit der Diskussion mit unseren Gästen hier auf dem Podium. Und wir würden so 45 bis 60 Minuten erstmal hier zu siebt gestalten und danach das auch zu euch ins Publikum öffnen, beziehungsweise auch online öffnen. Und dann könnt ihr uns alle mit Fragen zum Projekt, mit Fragen zur Hochschulpolitik und was auch sonst euch zur studentischen Demokratie einfällt, sozusagen, löchern. Genau. Genau, dann erstmal kurz zu Korrektiv. Ich weiß nicht, wie viele von euch Korrektiv überhaupt kennen. Das ist das erste gemeinnützige journalistische Recherchezentrum in Deutschland. Das ist spendenfinanziert und spezialisiert eben auf investigative Recherchen, also tiefgründige Recherchen, langfristige Recherchen. Und hat zum Beispiel, vielleicht kennt ihr die Recherchen, große Reportagen und Projekte zum Beispiel zu dem Immobilienmarkt gemacht, also diese ganzen Wem gehört Recherchen, wem gehört Berlin, wem gehört Hamburg und so weiter, und hat unter anderem auch den Cum-Ex-Skandal aufgedeckt. Bei Korrektiv ist generell der Gedanke, dass wir für und mit der Gesellschaft recherchieren wollen, und das ist auch der Grundgedanke bei diesem Warum wählst du Projekt. Es geht um studentische Demokratie und wir möchten dabei dann eben auch die Studierenden einbeziehen in die Recherche. Elli hat das ja auch schon erwähnt, es gibt einen Crowd Newsroom, das heißt, es gibt eine Online-Plattform, wo alle interessierten Studierenden sich beteiligen können und davon erzählen können, wie die Situation an ihrer Hochschule ist, also zum Beispiel wie läuft Wahlkampf ab, gibt es Wahlkampf, gibt es eher nicht so viel Wahlkampf, aber auch so deskriptive Fragen im Sinne von Statistiken, wie hoch ist die Wahlbeteiligung denn überhaupt und so weiter. Weil es einfach sehr, sehr wenige umfassende Daten zu dem Thema gibt und das ist eben auch schon ein Grundgedanke dabei. Und dann natürlich die Daten, die ihr und die anderen Studierenden beitragen, werden natürlich vertraulich behandelt. Das Ganze läuft noch bis zum 15. Dezember. Ihr habt hier überall auch Flyer liegen. Da könnt ihr euch die Seite dann auch anschauen. Genau, und da gibt es dann auch Artikel irgendwie zu dem Thema, die während der Recherche entstehen. Ja. Zu dem Projekt gibt es aber noch eine zweite Säule, die uns sehr wichtig ist. Wir sind beide ehemalige von einem studentischen Medium und für uns ist ganz wichtig, dass sozusagen durch unsere Recherche
Und durch die Informationen, die wir zum Thema Hochschulpolitik auch sammeln und teilen, studentische Medien unterstützen können in ihrer Berichterstattung, bei Fragen rund um das Thema, aber auch sozusagen in der Vernetzung mit anderen studentischen Medien. Und wir freuen uns besonders, dass das hier schon so gut läuft mit Campus Mainz und Campus Radio Mainz, haben eben gleich zwei Medien hier vor Ort die Veranstaltung echt großartig gestemmt und organisiert. Also schon mal vielen Dank dafür. Und das ist heute die zweite von insgesamt 7 Podiumsdiskussionen zu dem Thema, die wir jetzt in den nächsten Wochen noch durchführen werden. Ganz grundlegend, wenn ihr irgendwie später Fragen habt zum Projekt, wir sind nach der Veranstaltung auch da, ihr könnt uns gerne ansprechen. Und es gab auf jeden Fall, es gibt auch, glaube ich, überall noch Flyer zu dem Projekt, die könnt ihr auch gerne mitnehmen und fleißig verteilen und anderen von dem Projekt erzählen. So. Dann würden wir jetzt gleich mal beginnen und euch sozusagen unsere Gäste hier auf dem Podium vorstellen. Ich fange mal an, zu meiner Linken oder Rechten sitzt Philipp Seidel. Er ist der Vorsitzende des AStA, des Allgemeinen Studierendenausschusses hier. Er ist von der Juso-Hochschulgruppe und studiert Jura. Dann haben wir direkt neben ihm Tobias Brenner vom RCDS hier in Mainz. Er studiert Journalismus und Wirtschaftswissenschaften und er sitzt hier im Studierendenparlament. Dann sozusagen ganz auf der anderen Seite haben wir Lukas Görzen, auch Stupa-Mitglied von der linken Liste und er studiert Physik. Genau. Und dann haben wir noch schon vorgestellt worden Stevie Wegmuni, die sozusagen von unserem Partnermedium Campus Radio Mainz kommt, Chefredakteurin dort ist und Kulturanthropologie und Geschichte studiert. Und einen ganz besonderen Gast, der sozusagen aus der wissenschaftlichen Ecke noch kommt und uns auch helfen kann, hier sozusagen auch den geschichtlichen Prozess ein bisschen zu überblicken zum Thema Hochschulpolitik. Keine Angst. Und auf den wir uns sehr freuen, Ruth Nientiet arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema Münsteraner Kirchengeschichte, hat selber hier in Mainz studiert, nämlich Geschichte und Theologie. Dankeschön, Entschuldigung. genau, und Tobi promoviert gerade zum Thema Zeitgeschichte. Und vor allem hat sie ganz viel geforscht zu dem Thema Hochschulgruppen an der Uni hier in Mainz seit 1946. Genau, dann würde ich mal gleich die erste Frage an dich, Philipp, stellen. Kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, was denn eigentlich die verfasste Studierendenschaft ist? Also die verfasste Studierendenschaft, das ist erstmal was ganz Tolles. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wir haben in Rheinland-Pfalz das Glück haben mittlerweile auch alle Länder, bis auf Bayern, dass wir verfasste Studierendenschaften haben. Die verfassten Studierendenschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, also staatliche Einrichtungen im weiteren Sinne. Und Mitglieder sind alle Studierenden, die an der jeweiligen Hochschule studieren. Es gibt nicht die Möglichkeit, dort freiwillig einzutreten, es gibt nicht die Möglichkeit, auszutreten. Das ist eine Zwangsmitgliedschaft, ähnlich wie bei der Universität selbst. Dort sind auch alle Studierenden Mitglied, neben den ProfessorInnen und den akademischen und nicht-akademischen MitarbeiterInnen. Die Studierendenschaft ist nur für die Studierenden da, so wie zum Beispiel die Ärztekammer nur für die ÄrztInnen da ist, allgemein die berufsständischen Organisationen. Wir haben das Recht, Beiträge zu erheben, das machen wir auch hier in Mainz, wie eigentlich überall. Und mit diesen Beiträgen machen wir das Leben für die Studierenden hier in deren Sinne einfacher und schöner. Das sind Sachen, die nur eine Studierendenschaft als verfasste Studierendenschaft machen kann, wie das Semesterticket. Das ist nur deswegen so günstig, weil wir eben die Masse der Studierenden hinten dran haben, die das solidarisch mitfinanzieren. Wenn man das mal vergleicht, der Semesterbeitragsanteil für das Semesterticket beträgt aktuell etwas über 200 Euro. Die Monatskarte Ausbildung in Mainz kostet 80 Euro und das ist nur der Monat. Also auf Semester gerechnet ist das wesentlich mehr, weil wir diese große Masse haben. Daneben machen wir eigentlich, also ich würde es mal sagen, Rundum-Paket für die Studierenden. Das sind kulturelle Veranstaltungen im Kulturcafé, meistens ohne Eintritt. Das sind Veranstaltungen zur politischen Bildung. Das ist der Studierendensport, hier vertreten durch den Studentischen Sportausschuss. Wir beraten zu ganz vielen Themen.
zu finanziellen Notlagen, über die autonomen Referate, auch zu Themen, die spezielle in der Gesellschaft marginalisierte Gruppen betreffen, Schwule, Eltern, Frauen, Behinderte, chronisch Kranke und AusländerInnen, und bieten nebenbei noch ein bisschen was an Service an, also Semesterticketrückerstattungen, eine kostenlose Rechtsberatung und so weiter. Zu der Studierendenschaft gehören neben dem jetzt schon erwähnten AStA und dem Studentischen Sportausschuss noch das Studierendenparlament, das letztendlich die Grundsatzentscheidung trifft. Das betrifft den Haushalt, in dem die Beiträge verwaltet werden. Der Semesterbeitrag geht zum größten Teil an die Studierendenschaft, zum kleineren Teil ans Studierendenwerk. Und das, was an die Studierendenschaft geht, wird auch durch die Studierenden vertreten im Studierendenparlament verwaltet. Das ist ein Haushalt von jährlich über 20 Millionen Euro. Das ist schon eine ordentliche Summe. Ich nenne es immer das föderalistische Element bei uns in der Studierendenschaft, sind die Fachschaften. Das ist in etwa jedes Institut. Es gibt insgesamt 44 Fachschaften, die die Studierenden des jeweiligen Faches vertreten, dort den direkten Draht haben zu den Lehrenden, wenn es da Probleme gibt. Also quasi das, was im Bund die Länder sind, sind in der Studierendenschaft die Fachschaften. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Organe abgedeckt, nichts vergessen. Ja. Tobias, wir haben ja schon gehört, du sitzt auch im Studierendenparlament. Warum engagierst du dich da? Warum hast du dich dafür entschieden? Ach, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist eine längere Geschichte. Also ich habe hier, wir haben uns vorher ja schon drüber unterhalten, angefangen zu studieren 2013, damals noch für den SDS, also für den Sozialistisch-Demokratischen Studierendenbund. Dann auch ein paar Mal im Stuba mit gewesen, mich allgemein schon für Politik interessiert. Dann irgendwann hat man mal auch die Phase im Studium, wo man sich mal auf sein Studium konzentrieren muss. Und dann später hinten hinaus habe ich mich dann wieder für Politik interessiert, habe aber festgestellt, dass das mit der SDS und ich nicht mehr so gut funktionieren. Habe mir mal die Sache beim RCDS angeguckt. Und ja, warum ich mich engagiere, ist, beziehungsweise ich glaube, das trifft für viele Studierende zu, ist erstmal ein allgemeines Interesse an Politik. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, da ein gutes Beispiel dafür. Erstmal ein allgemeines Interesse, man weiß noch gar nicht, wo man vielleicht dazugehört. Und ja, das, darüber kam das dann über die Gruppe. Also ich bin ja nicht von heute auf morgen quasi Studierendenparlamentsabgeordneter geworden, sondern das kam dann mit der Zeit. Nachdem man sich quasi mit den Strukturen, mit den Problemen, mit den Themen, die an der Uni Mainz jetzt hier für die Studierenden von Bedeutung sind, der Philipp hat es jetzt, glaube ich, eben schon erwähnt, wir haben ja das Privileg als Uni Mainz, dass wir unsere Studenten Semesterticket selbst verhandeln dürfen, dass das halt alles große Themen sind und wir, wie auch vorhin schon erwähnt wurde, sehr viel Geld hier verwalten und dass damit halt Bildungsprojekte, kulturelle Angebote geschaffen werden, wo jeder im Endeffekt was davon hat. Lukas, Philipp hat ja eben schon auch die autonomen Referate erwähnt. Das haben wir bei der Vorstellungsrunde eben noch nicht erzählt. Du bist ja auch Referent in einem autonomen Referat, im Schulreferat. Was macht dann deine Arbeit da aus? Was machst du da eigentlich? Philipp hat ja auch schon angesprochen, dass solche autonomen Referate dafür da sind, eben auch marginalisierte Gruppen mehr zu fördern, zu unterstützen und so weiter. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Es gibt verschiedene Arbeitsbereiche, die ich mit dem Komplex angehe. Einmal ist es, LSBTIQ-Sichtbarkeit auf dem Campus zu schaffen. Das machen wir mit öffentlichen und Infoveranstaltungen. Dann wäre noch ein großer Teil Vernetzung von irgendwie LSBTIQ-Studierenden, also irgendwie eine Plattform zu schaffen, über die sich Menschen, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen in diesem Sinne an der Universität machen, dass sie sich vernetzen können. Dazu treten wir beim CSD und beim Idaho-Bild regelmäßig auf in Mainz und vernetzen uns auch mit anderen Queer- und Schwulen- und Lesben-Referaten in Deutschland. Dann veranstalten wir noch so verschiedene Socializing-Events, wie zum Beispiel Partys oder Kennenlernabende oder so, die auch nochmal diese Community-Struktur aufbauen sollen, die eine Möglichkeit Leuten geben sollen, sich irgendwie zu vernetzen auf der Campus.
Wir haben jetzt gerade auch schon sozusagen in dem Kontext, also du hattest ja schon gesagt, verfasste Studierendenschaft macht vieles möglich, macht viel sozusagen für die Studierenden. Ein Aspekt ist ja auch, dass studentische Gruppen gefördert werden können. Deswegen ist die eine Frage an dich. Das Campus Radio wird ja so viel weiß auch gefördert vom ASTA oder wie ist das bei euch? Die ASTA-Förderung war jetzt, glaube ich, meines Wissens nach nicht so unheimlich hoch. Das ist etwas, das müsste man den Verein fragen, der am Campus Radio steht. Meine Zuständigkeit ist tatsächlich ausschließlich die redaktionelle Übersicht. Was Fördermittel angeht, die Verwaltung der Fördermittel und Finanzierung halt überhaupt des Campusradios, also auch monatliche Kosten, die anfallen fürs Studium, GEMA, GVL und so weiter, das ist Vereinssache. Klar. Okay, aber vielleicht kannst du uns dann trotzdem die Frage beantworten, gerade wenn du sagst, der redaktionelle Ablauf, inwieweit denn sozusagen ihr unabhängig seid in eurer Berichterstattung und in eurer Arbeit sozusagen von der Hochschule, also sozusagen von den Organen der Hochschulpolitik, vor allem vom ASTA und vom Stupa? Ja, also, erstens wäre es mir sowieso nicht bekannt, dass irgendwann mal ASTA oder Stupa bei der Berichterstattung groß reingefunkt hätten, irgendwo im Sinne von, nee, darüber berichtet ihr es aber sowieso nicht. Was unsere Unabhängigkeit in erster Linie ausmacht, ist, dass wir eine rein von Studenten getragene Organisation sind, also eine reine studentische Hochschulgruppe und bei uns nicht irgendein Professor, eine Professorin oder irgendein Institut dahinter steht, das Vorgaben machen könnte. Das geht bei uns sehr in die Richtung, wenn man Interesse an irgendeinem Thema hat, dann beschäftige dich damit, tob dich aus. Beschäftige dich mit Themen. Wie ist es denn bei Hochschulpolitik? Hast du das Gefühl, dass sowohl die Redaktion als auch sozusagen die Studierenden, also sozusagen eure HörerInnen, sich für das Thema interessieren? Das ist eine sehr schöne Frage. Also, ich mache das jetzt im sechsten Semester und so mein Eindruck der letzten Semester ist halt, dass es sich relativ in Grenzen hält, wenn es darum geht, ob es Dinge gibt, die wirklich so einen ganzen Beitrag wert sind. Also die nicht nur einfach eine kurze Meldung wert sind in unseren Campus-Nachrichten im Sinne von, ja, neues Stupa ist gewählt oder sowas in der Richtung oder Wahlkampf startet jetzt, sondern wirklich einen ganzen Beitrag. Es gibt immer mal wieder ein paar größere Sachen, wozu man was machen kann, wie zum Beispiel der Vortrag dieses Bloggers Felix Perfort, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten passiert leider relativ wenig und das ist auch so das, was ich, weshalb ich denke, dass den meisten Hochschulpolitik relativ egal ist. Ich habe jetzt keine große Übersicht darüber, keinen Prozentsatz, wie das irgendwie bei uns in der Redaktion aussieht. Das, was ich aus der Redaktion mitnehme, ist, mein Gott, es ist schwer, auf diesem Campus etwas zu finden, was wirklich direkt den Campus betrifft, was gerade passiert ist. Ich habe auch einige Kommilitonen gefragt im Hinblick auf diese Podiumsdiskussion hier, ob sie was von der Hochschulpolitik mitkriegen. Und die Aussage bleibt eigentlich grundsätzlich immer dieselbe. Wir kriegen nichts mit. Wir bemerken nicht, dass sich da Dinge tun, die irgendwie für uns getan werden. Es könnte genauso gut sein, dass gerade überhaupt nichts passiert. Ich habe nochmal in meinem E-Mail-Postfach nachgeguckt und habe die Stichworte Stupa und ASTA eingegeben, mal geguckt, was da an Rundmails gekommen ist. Und die letzten Rundmails waren im Prinzip, wir laden zur Vollversammlung ein, wir verschieben den Vollversammlungstermin und die alle Frauenbibliothek und eine neue Reinigungskraft. Es war halt nicht wirklich Informationsgehalt dabei. Und ich kann halt schon verstehen, dass wenn man sich nicht freiwillig intensiv irgendwie mit dem Thema mal auseinandersetzt, dass einfach der Eindruck entsteht, okay, Hochschulparteien gibt es nur zur Wahl. Das ist so der Eindruck, der sich bei den meisten manifestiert, denke ich. Was sagst du dazu, Philipp? Ich kann das durchaus verstehen, dass das vielen Studierenden nicht auffällt, aus zweierlei Gründen. Es gibt einige Studierende, die ganz sicher wissen, was der ASTA ist, weil sie mit ihren sehr speziellen Anliegen zu uns kommen, dass sie bei uns in die Sozialsprechstunde kommen oder zu unserem Arbeitsbereich für Hochschulpolitik, weil sie jetzt konkret ein Problem haben, ihr Studium zu finanzieren oder dass die Prüfungsordnungen nicht eingehalten werden. Das betrifft in dem Fall zum Glück nicht alle Studierende und nicht die meisten Studierenden. Viele Studierende erreichen wir vielleicht auch, ohne dass sie es wissen, dass der ASTA irgendwie dahinter steckt. ASTA ist in vielen drin, auch wenn man nicht unbedingt sieht, dass da ASTA draufsteht. Das ist die Semestereröffnungsfete. Da sind mehrere tausende Studierende auf dem Campus. Und auch da wage ich zu bezweifeln, dass alle wissen, dass das vom ASTA kommt. Dass ihre eigene Vertretung das gemacht hat.
das ja, ist ein Problem hinsichtlich des ASTA-Infoverteilers. Der wird leider nicht vom ASTA betrieben, sondern vom Präsidialbereich. Das heißt, die Hochschulleitung muss uns quasi erlauben, darüber was sie versenden. Wir stellen bei denen den Antrag, bitte versenden das bei uns. Das war früher mal mehr. Und vor einigen Jahren hat die Hochschulleitung gesagt, so viel sollte es jetzt doch nicht mehr sein, dass wir das nicht mehr verwenden. Wir sind jetzt bestrebt, in unserem Arbeitsbereich für Hochschulpolitik den auch wieder zu beleben als ASTA-Infoverteiler, dass eben nicht nur, sage ich mal in Anführungszeichen, Vollversammlungen und Ausschreibungen für Stellen darüber laufen, sondern auch tatsächlich Infos, was macht der ASTA gerade aktuell. Für die Information, was macht der ASTA gerade aktuell, besteht mehrmals im Jahr die Möglichkeit, sich das anzuhören. Wenn man zu Sitzungen des Studierendenparlaments geht, wo der ASTA regelmäßig Rechenschaft ablegt, ist vielleicht nicht allgemein bekannt, dass das Stupa-Tag, das ist Wellness-Tag mittwochs abends um 8. Ist ein bisschen schwierig, weil mittwochs abends um 6, Tag der CEFA, das sind auch viele besonders an der Hochschulpolitik interessierte Leute gebunden. Es gibt allerdings auch die studentischen Vollversammlungen, die auch breit beworben werden, über den Infoverteiler mit Flyern, mit Plakaten, auf Facebook, auf unseren Internetseiten. Und da ist die Beteiligung leider, außer es geht gerade um ein akutes Thema, sehr schlecht in den letzten Jahren. Wir sind ca. 30.000 Studierende hier auf dem Hauptcampus. Wir haben eine Beschlussfähigkeitsgrenze bei der Vollversammlung von 35 Personen. Und auch an dieser Beschlussfähigkeitsgrenze sind wir in den letzten Jahren häufig gescheitert, weil trotz der Bewerbung die Studierenden nicht hingekommen sind. Von daher würde ich den Fokus nicht unbedingt darauf setzen, das mehr zu bewerben, also die Vollversammlung mehr zu bewerben, wenn die Studierenden nicht hingehen, sondern mich in Teilen auch damit abzufinden, dass man auch für Studierende was Gutes machen kann, ohne dass sie das mitbekommen. Aktuell steht eine Novelle des Hochschulgesetzes an. Dazu wurden wir vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur angehört. Wir haben dazu eine Stellungnahme geschrieben, die ist über 100 Seiten lang. Und da setzen wir uns explizit für Interessen von Studierenden ein. Wir setzen uns dafür ein, dass die Zweitstudiengebühr endlich abgeschafft wird. Wir setzen uns dafür ein, dass Anwesenheitspflichten nur in den Veranstaltungen, wo sie unbedingt erforderlich sind, also nicht mehr in Seminaren bestehen. Das sind so Sachen, die dann hoffentlich am Ende bei den Studierenden ankommen. Ich fände es natürlich schön, wenn die Studierenden mitbekommen, das hat der ASTA gemacht. Ich finde es aber zumindest auch nicht schlecht, wenn der ASTA gute Sachen macht, ohne dass man es mitbekommt. Das ist besser, als wenn der ASTA gar nichts machen würde oder nur das machen würde, was man eh schon mitbekommt. Wenn ich antworten. Also natürlich ist es selbstverständlich schön, wenn ASTA wirkt, auch wenn man nicht merkt, dass ASTA gewirkt hat. Aber das ist ja so. Also im Prinzip geht es ja hier im Grunde genommen bei der Diskussion, warum ist die Beteiligung bei den Wahlen so grauenvoll peinlich niedrig mit 7%. Und wie ich erfahren habe, sind wir damit deutschlandweit betrachtet gar nicht mal so schlecht dran. Also es ging ja wohl noch deutlich schlechter, hatte ich mal irgendwann erfahren am Rande. Aber trotzdem ist das Kernding, weshalb wir hier alle sitzen, warum sind 7% Wahlbeteiligung absolut erwartbar bei der Stupa-Wahl. Aber das ist ja so ein Teufelskreislauf, in dem wir uns befinden. Wenn die Studierendenschaft denkt, ja okay, es ist ja wurscht, ob ich jetzt wählen gehe oder nicht, es passiert halt irgendwas und ich merke nicht, dass was passiert, dann gehen ja am Ende noch weniger wählen. Und das ist ja wieder das Schlechte. Ich meine, es ist schön, dass der ASTA seine Arbeit tut und ich glaube dem ASTA auch, dass er sein Möglichstes tut. Aber die Wahlbeteiligung ist halt trotzdem furchtbar und ich denke, es wäre schon sinnvoll, wenn ihr euch den Verteiler zurückerobert. Das stimmt. Damit man halt einfach mal Updates geben kann. Zu jeder Wahlkampfphase steht seit Semestern auf allen Wahlplakaten, wir wollen mehr Grünflächen. Das ist ja auch etwas, wo eigentlich alle Studierenden zustimmen. Ja, Grünflächen ist schön, da kann man sich im Sommer mal nett hinlegen. Aber vielleicht wollen die Studierenden auch mal hören, hier, wir sind dran, dass auf der neuen Mitte zum Beispiel demnächst irgendwann mal angefangen wird zu bauen, mehr Grünflächen entstehen werden. Oder dass diese Grünfläche nicht entfernt wird, um bei dem Beispiel einfach mal zu bleiben. Also es wäre schon wichtig, dass da mehr Transparenz, mehr Informationsfluss herrscht, was jetzt als nächstes passiert. Ja. Oder wie der Stand der Dinge ist. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Bauvorhaben sind da allerdings ein bisschen schwierig. Wir haben ja das Problem als Studierendenschaft, dass wir aus Studierenden bestehen, dass Studierende für Studierende arbeiten. Und Bauprojekte wie jetzt zum Beispiel die neue Mitte, Neubau der Zentralbibliothek, sind Sachen, die dauern so lange, dass man das nicht als Mitglied der Studierendenschaft bearbeiten kann. Das muss immer weitergetragen werden über viele, ich sag mal, Generationen von AStA-VertreterInnen hinweg. Das erschwert uns die Arbeit unglaublich. Deswegen, das ist ein bisschen frustrierend. Also unser Arbeitsbereich für Hochschulpolitik hat jetzt beim zuständigen Finanzministerium mal angefragt, um dann Einblick zu erhalten, wie der Stand bei aktuellen Bauvorhaben ist. Wir bringen uns auch da ein, wo das geht. Es war jetzt im letzten Jahr eine Anhörung des Wissenschaftsrates. Die sollten beurteilen, wie das Konzept zur neuen Zentralbibliothek, das die Uni vorgelegt hat, so ist. Da waren einige Studierende da, VertreterInnen des AStA, VertreterInnen der Fachschaften. Das sind aber immer so Häppchen bei den Bauprojekten, dass es da meiner Meinung nach schwierig ist, da was Interessantes zu berichten. Also man kann dann sagen, es gab eine Anhörung des Wissenschaftsrates und wir haben uns da geäußert. Wir können aber nicht sagen, wir haben den Bau der neuen Zentralbibliothek mit beeinflusst, weil es ist ja noch nichts da. Es gibt dieses Konzept der Uni und es gibt die Stellungnahme des Wissenschaftsrates. Und das ist der aktuelle Stand. Das dauert so lange, auch aufgrund der Bachelor-Master-Umstellung, dass Studierende mittlerweile dazu getrieben werden, möglichst schnell fertig zu werden. Das erschwert es, langfristige Projekte in der Studierendenschaft zu betreuen. Das ist schon klar, dass das irgendwie schwer ist, bei größeren Bauvorhaben was zu machen und so. Aber es ist ja auch trotzdem wichtig, dass überhaupt die Information durchkommt. Es tut sich was, also ihr versucht was zu tun, wie ja. Es im Rahmen der Möglichkeiten mal geht. Ich habe gesehen, sowohl Tobias als Lukas, ihr wolltet was sagen. Ich würde vielleicht aber kurz erstmal Ruth fragen, weil sie noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Möchtest du anmerken? Du hast dich ja beschäftigt in deiner wissenschaftlichen Arbeit mit Hochschulgruppen an der Uni Mainz, sowohl politischen als auch nicht politischen Hochschulgruppen und Engagement. Und das tauchte eben ja schon wieder auf, sowohl was Engagement im Sinne von, nur im Sinne von, ich gehe überhaupt wählen ist, als auch ich engagiere mich dann in Medien oder in politischen Gruppen. Und Philipp, du hast ja eben auch schon angesprochen, du hast das Gefühl, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass das Bachelor-Master-System das auch erschwert. Ja. Wie hast du denn sozusagen das, was sind deine Ergebnisse da aus deiner Arbeit? Also vielleicht ganz kurz hier zur Einordnung, dass es auch nicht unbedingt am aktuellen AStA liegt, dieses Grundproblem. Es gibt eine einzige halbwegs repräsentative Studie zum Verhältnis der Studenten zur Hochschulpolitik von 1965. Die ist damals in Zusammenarbeit mit dem Institut für Publizistik und eben der Wendler Neumann entstanden. Und da kam also raus, dass sich 7% der Studierenden in Hochschulpolitik engagieren. 11% der Studierenden haben Veranstaltungen besucht oder kennen Hochschulgruppen auch darüber hinaus. Der positive Teil war, 95% hatten die damalige Studentenzeitung Neues gelesen. Die war damals noch relativ AStA-nah. Wünschten sich tatsächlich auch, also das wurde auch abgefragt, welche Arten von Inhalten man sich wünschte, wünschten sich explizit zu 40% mehr Inhalte zur Hochschulpolitik. Also dieses Informationsdefizit ist definitiv älter als alle hier sitzenden Vertreter sozusagen. Insgesamt vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Die Mainzer Uni wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eröffnet, neu eröffnet. 1946 und deswegen steuern wir auf das 75. Jubiläum zu, 2021. Und da hatten eine Kommilitonin, Charlotte Baquera und ich, uns zum Ziel gesetzt, das Studentische jetzt im Hinblick auf dieses Jubiläum nochmal zu stärken und steuern zur Festschrift, die gerade im Entstehen ist, einen Artikel über die Landschaft der Hochschulgruppen bei. Und das ist eben von Anfang an ein ganz breites Spektrum, eben neben politischen Hochschulgruppen, gesellschaftspolitische, kulturelle,
aber auch religiöse Sportgruppen, fachliche Gruppen und eben natürlich die Campusmedien oder auch Gruppen, die sich explizit dann für andere Studierende einsetzen. Also das ist ein ganz breites Feld und vielleicht zu Anfang einfach schon mal zwei Stichworte. Dieses Informationsproblem, sei es jetzt von außen oder sei es eben auch auf dem Campus, ist definitiv auch eins aus historischer Perspektive. Da kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber es gibt wahnsinnig wenig zur Studentengeschichte, zur Studierendengeschichte im Universitätsarchiv. Und das ist ein Problem und da können wir aber auch alle was dran ändern. Und das andere ist, dass eben politisches Engagement von Studierenden eben vielleicht sogar in weiten Teilen gar nicht mehr im Bereich der Hochschulpolitik, sondern im gesellschaftspolitischen Engagement stattfindet. Also dass es auch nicht heißt, dass jeder, der sich nicht für Hochschulpolitik interessiert, nicht politisch ist, sondern dass ganz viele Leute sich eben anderweitig engagieren und zunehmend auch in Gruppen, die auch nicht mehr campusspezifisch sind. Also es wurde vorhin schon angesprochen, die Studentenschaft wurde ja auch ursprünglich als was Ständisches aufgefasst. Da hatte man eben auch eher Gruppen innerhalb der Studierendenschaft, die sich für was Spezielles eingesetzt haben. Heute schwindet ja dieses Bewusstsein auch zunehmend und dann hat man eben gesamtstädtische Vereine beispielsweise, in denen man sich engagiert und da werden die Übergänge auch zunehmend fließen. Deswegen würde ich nur davor warnen, vor so einer Krise des demografischen Bewusstseins unter Studierenden einfach zu sprechen, weil da eben noch ganz viel, viel mehr passiert einfach. Das ist vielleicht gut zum Einstieg. Jetzt ist ja sozusagen, danke erstmal für die Einordnung. Jetzt hatten wir schon von dir sozusagen die Antwort aus Astros Perspektive sozusagen, was Beteiligung angeht, aber die Frage ist natürlich auch, gerade mit Blick auf Hochschulwahlen, so Studierendenparlamentswahlen, sind ja auch die Parteien sozusagen in der Pflicht, da Werbung zu machen und sozusagen Leute zu gewinnen. Deswegen vielleicht erstmal Lukas, 10% oder 7% Wahlbeteiligung haben wir gerade gehört, ist ja nicht gerade viel. Was ist denn aus eurer Perspektive eine Idee oder was macht ihr, um Wahlbeteiligung zu erhöhen oder um hier mehr Interesse zu wecken? Ja, also was ich glaube, was ein guter Punkt wäre, ist, das wurde mehrmals in dieser Weise schon angesprochen, die Transparenz des Astra und der Gruppen zu stärken. Das muss nicht nur bei dem Präsidialverteiler geschehen. Das, denke ich, ist auch die Vollversammlung aller Studierenden ein sehr gutes Mittel oder die Webseiten des Astra oder die Facebook-Präsenz des Astra ist auch ein gutes Mittel dafür. Da wird das ja auch teilweise schon getan. Ich würde mich aber anders als Philipp sehr ungern damit abfinden, dass die Vollversammlung wohl einfach wenig besucht wird. Ich halte es für wichtig, auch weiter daran zu arbeiten, dass die Vollversammlung weiterhin ein wichtiges Organ der Studierendenschaft bleibt. Ich denke, ein Eindruck, den ich auch in der Hochschulpolitik bekomme, ist, dass Menschen schon ein Interesse für politische Themen auch auf dem Campus haben. Deswegen würde ich auch nicht von einer Krise des politischen Bewusstseins, sondern eher von einer Krise der politischen Zugänglichkeit möglicherweise sprechen. Schon ein politisches Bewusstsein haben und auch Ideen haben, was sie verändern möchten, aber überhaupt gar nicht wissen, wie Hochschulpolitik eigentlich funktioniert. Und ich denke, da ist es dann auch wichtig zu bedenken, welche Ressourcen einzelne Studierende haben und auf welche Privilegien sie vielleicht zurückgreifen können. Ich denke, es ist nach wie vor immer noch auch so, dass Menschen in einer gewissen Position sein müssen, um sich so stark wie ich das zum Beispiel tue, in unsere Politik zu engagieren. Viele Menschen durch Lohnarbeit zum Beispiel haben gar nicht die Zeit und gar nicht die Energie dafür, das so krass zu tun, was natürlich auch ein ganz anderes gesellschaftspolitisches Thema ist. Genau, aber vielleicht sollte auch ein Programm geschaffen werden, das spezifisch für Studierende ist, die sehr niedrigschwelliges Programm brauchen. Denn Philipp hat auch angesprochen, zu den Fragestellungen des Astra im Studierendenparlament zu kommen. Aber seien wir mal ehrlich, also ich bin Mitglied des Studierendenparlaments und manchmal Studierendenparlamentssitzungen sehr, sehr anstrengend. Für Menschen, die nicht mal Mitglieder sind, ist es wahrscheinlich noch tausendmal mehr so. Und ich denke, dass das vielleicht auch abschreckt. Ich glaube, so ein vielleicht punktuellerer Termin und nicht so hochschwellig gehaltener Termin wie eine Sitzung, wie zum Beispiel die Vollversammlung, wäre da ein besseres Tool, um irgendwie Interessen von Studierenden anzuhören. Wie siehst du das? Ich gebe sofern Philipp und Lukas recht, dass das quasi, also es gibt strukturell benachteiligte Studierende und man muss ja ehrlich sagen, also die Hochschulpolitik ist ja in dem Sinne keine Freizeitgestaltung, in dem Sinne, dass es ein sportliches Workout ist. Es sind viele Themen, die man mit nach Hause nimmt, man denkt drüber nach
dann gibt es Ärger in der Hochschulgruppe, man hat Ärger mit dem politischen Gegner, in Anführungszeichen. Das sind alles Sachen, die beschäftigen einen, die kommen noch obendrauf auf den Studienalltag und da muss man meiner Meinung nach auch ein bisschen, sag ich mal so, nicht nur Optimismus bremsen, aber es ist eine Anforderung, die noch dazukommt. Auch richtig ist quasi die Ansprache. Ich finde, wir sind zu sehr in dieser Ansprache, gerade wenn es um die Erstsemester geht, das ist immer für die Hochschulgruppen, jetzt die Hochschulgruppenmesse war jetzt vor kurzem, das ist immer sehr gebunden auf die Hochschulgruppen. Wir machen unser Ding, die Jusos machen ihres, die Grünen machen ihre Kneipentouren, alles Mögliche. Dass wir quasi zu sehr in diesen Strukturen verhaftet sind, in Parteiorganisationen. Also, dass wir zu sehr in diesen Parteistrukturen denken. Ich meine, man muss sich nur mal die Hochschulgruppen angucken. Die meisten davon waren vorher bei den Jusos, bei uns waren einige in der JU. So kommt man dazu. Und dann ist man auch schon drin, man kennt die Leute und das ist natürlich auch irgendwo eine Schwelle, die man erstmal überwinden muss. Und da sagen sich natürlich auch viele, will ich das überhaupt machen? Wo ich dann halt den Vorschlag bringen würde, dass wir uns mal zusammen Gedanken darüber machen, wie können wir denn allgemein als Hochschulgruppen zusammen die Studierenden erstmal ansprechen in den ersten Semestern. Das wäre für mich die Idee. Wir machen am Anfang des Semesters eine Infoveranstaltung, wo wir uns zusammentun und quasi erstmal diese Hochschulpolitik erklären, warum das wichtig ist, da auch Ressourcen drauf verwenden zusammen und dadurch auch wahrscheinlich mehr Leute ansprechen, weil es ist im Endeffekt auch so, wenn man sich die Hochschulgruppen anguckt, also mir fällt jetzt keiner ein, außer vielleicht Campus Grün, die noch wirklich viel Personal haben, die auch engagiert sind über das, was muss hinaus, sag ich mal Stupa, Asta, alles Mögliche. Und dass wir quasi im zweiten Schritt dann gegen Ende des Semesters dran gehen und dann nochmal die Studierenden abholen, indem wir auch wieder zusammen eine Veranstaltung machen und dann aber mal über Sachthemen, wenn sie sich ein bisschen akklimatisiert haben, am Anfang ist das ja alles schwierig, und dann über Sachthemen streiten, wo dann auch deutlich wird, welche inhaltlichen Positionen vertreten denn die einzelnen Hochschulgruppen. Ich darf mal einhaken, weil ich das nämlich auch ganz spannend fand, in der Longue Durée zu sehen. Also in Mainz ist es einfach so, dass die parteinahen politischen Hochschulgruppen einfach sehr stark sind, dass den AStA und das Studierendenparlament sehr prägen. Und es entstehen dann alle paar Jahre mit schöner Regelmäßigkeit Gruppen, die Mainzer Studentenunion, die GAIA, die Fachschaftenliste, sonst wer, die sagen, sie wollen jetzt aber mal, und das sind dann immer die gleichen Schlagwörter, pragmatisch, sachorientiert und sonst was, Hochschulpolitik machen. Was ja immer auch die Kritik impliziert, dass andere Gruppen das nicht machen und womöglich eben solche Parteigrenzen dann eben auch Diskussionen über Sachfragen womöglich eher behindern. Und da meine Rückfrage auch, weil ich das selber spannend fände, an jetzt Mitglieder von politischen Hochschulgruppen, eben ist das ein Thema auch in den Gruppen, wie sich eigentlich Parteipolitik zu Hochschulpolitik verhält, in welchen Fragen eben vielleicht die Parteigrenzen auch gar nicht ja, das notwendige Maß sein müssten, wenn es eben womit um ganz andere Fragen geht oder so. Also spielt das eine Rolle? Wie geht man damit um? Oder könnte man das nicht eben auch als Ansporn sehen, zu sagen, nein, wir müssen uns eigentlich mehr öffnen, damit sich eben auch mehr Leute bei uns wiederfinden und sich engagieren können, wenn sie es wollen? Ja, also aus Innenansicht der User Hochschulgruppe. Bei uns ist das tatsächlich wieder Thema, dass bei uns darüber diskutiert wird. Wir haben sehr viele Mitglieder, die Mitglied in der SPD sind und auch sehr offensiv das zeigen, dass sie Mitglied in der SPD sind. Wir haben dann auch Mitglieder, die sind nicht Mitglied in der SPD, entweder Mitglied in gar keiner Partei oder auch in einer anderen Partei. Und das kommt dann schon ab und zu mal zur Sprache, wie das bei den anderen Hochschulgruppen ist. Da fehlt mir die Innenansicht, da würde ich auf meine Kollegen verweisen. Insgesamt hätte ich aber gesagt, dass die Hochschulpolitik da vielleicht offener ist als die Politik schon auf Kommunalebene, erst recht auf Lands- oder Bundesebene. Wir haben immer wieder Mitglieder, die sind beim RCDS und bei Bündnis 90 Die Grünen oder die sind bei den Jusos und treten dann aus der SPD aus und in die Linkspartei ein oder sowas. Also da gibt es schon
schon, es ist offener. Nicht offen, aber offener als auf einer anderen Ebene der Politik, nach meiner Einschätzung. Und sollte es noch offener werden? Da müsste man ein gewisses Maß halten. Also einerseits ja, Offenheit ist in Bezug auf die Hochschulpolitik gut, weil die Positionen meiner Meinung nach gar nicht so weit auseinander liegen können, weil wir einige Bereiche haben, wo die Studierendenschaften gar nicht betroffen sind. Also in Bezug auf Außenpolitik erklärt man jemanden den Krieg, gibt es einen Einsatz der Bundeswehr. Das ist hier einfach kein Thema, weil die Studierendenschaft keine Armee hat. Bei vielen Punkten vertreten auch die einzelnen Hochschulgruppen ähnliche Standpunkte. Es gibt gerade Diskussionen, soll in Rheinland-Pfalz ein landesweites Semesterticket eingeführt werden. Da gab es am Anfang, als man sich noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, ganz unterschiedliche Ansätze. Vor allem bei der LHG, die gesagt hat, nein, auf keinen Fall. Dann bei anderen Gruppen, auch die Jusos dabei, ja, damit haben wir ständig Wahlkampf gemacht, das müssen wir auf jeden Fall haben. Wenn sich aber die Gruppen mit den Sachthemen befassen, zum Beispiel jetzt im konkreten Fall am zweiten Semesterticket, und dann sehen, okay, das Angebot der Verkehrsverbünde ist, alle lokalen Verkehrsverbünde werden beibehalten und alle Studierendenschaften zahlen 50 Euro mehr. Da kommen wir alle drauf, dass 50 Euro mehr Semesterbeitrag zu hoch ist. Und da sind wir gar nicht mehr so weit auseinander. Von daher ist Offenheit gut. Andererseits, eine komplette Offenheit würde ja bedeuten, man weiß gar nicht mehr, wen man wählen kann. Also, wenn da 5 Hochschulgruppen sind und keine Ahnung, die eine ist blau, die andere ist rot, die andere ist grün, aber die haben irgendwie alle so ganz schwammig eine gleiche politische Weltanschauung, dann wäre das ja auch schwierig. Es gibt tatsächlich Themen, wo es dann auch darauf ankommt, wie positioniert sich diese Hochschulgruppe politisch. Und insofern wird das meiner Meinung nach nicht möglich sein, da zu sagen, wir haben jetzt eine Einheitsliste, das gibt es an manchen Hochschulen, Fachhochschulen, die nicht so groß sind. Aber hier an der Uni, denke ich, wird sich das immer selbst so finden, dass Studierende, die ähnliche politische Ansichten haben, auch dann in diesen Hochschulgruppen, in diesen politischen, mit einer Assoziierung zu einer Partei oder auch nicht, tätig sind. Tobias, wie ist es bei euch? Ja, aktuell, ich gebe dem Philipp da recht, ich muss aber auch ehrlich sagen, das ist was Periodisches. Aktuell habe ich nicht so das Gefühl, dass wir jetzt von der CDU irgendwie beeinflusst werden. Da gibt es natürlich andere Zeiten, wo dann auch wiederum Leute, die schon in der Politik aktiv waren, dann reinkommen und die dann meinen, ihre, sag ich mal, politisches Kalkül da ausspielen zu wollen. Insofern, das variiert sehr stark, wo wir halt auch wieder beim nächsten Problem sind. Wir sind ja hier, die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. 6 Semester ist nicht viel. Und sich da dann, wie gesagt, nochmal politisch zu engagieren und dann auch noch eine Hochschulgruppe, das ist alles nicht ohne. Wobei ich aber zu dem einen Punkt, was du eben gesagt hast, nochmal einlegen muss, also zum Thema Semesterticket, das hatte ja da einer Meinung, dass wir gesagt haben, 50 Euro sind zu viel, aber sag ich mal, SPD-Landespolitik war es im Endeffekt schon, was ihr, was eure Position ist. Das ist ein Zufall, oder? Natürlich tauschen wir uns auch aus mit Mitgliedern der SPD auf Landesebene. Ich finde das nicht verwerflich, dass man da seine Kontakte auch nutzt. Das war ja die Frage, dass wir nicht so irgendwie. Lukas, bei dir ist es ja so, dass du tatsächlich nicht von der Liste kommst, die eine Partei, die parteinah ist, beziehungsweise zu einer Partei. Damit, da bist du sozusagen ja der einzige Vertreter jetzt von den 3 politischen Vertretern heute. Wie ist das, wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus, dass ihr jetzt nicht eben den einen Verband im Hintergrund habt? Ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Mhm.
ich würde sagen, es ist weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Es ist einfach, also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, die linke Liste hat sich so gebildet, dass Linkspartei nahe und das ist Linkspartei nahe und Linkspartei ferne linke Gruppen auf dem Campus waren, die aber ähnliche politische Positionen hatten und sich dann fusioniert haben. Und ich würde sagen, Mitglieder des SDS oder der Linkspartei und Nichtmitglieder halten sich bei uns ungefähr die Waage. Ich denke, das ist gut. Ich würde gerne mal spezifisch auf die weitere Frage eingehen, ob ich es gut fänden würde, wenn die Hochschulgruppen sich öffnen. Mhm. Nein, das fände ich sehr schlecht sogar. Weil ich glaube, und das höre ich die ganze Zeit so ein bisschen raus, und für mich und ich denke auch für Menschen meiner Gruppe ist es wichtig, dass die politische Motivation und die politischen Interessen von Studierenden durchaus ernst genommen werden. Also ich glaube schon, dass es Studierende gibt, die schon klare Positionen haben, und ich fände es schlecht, irgendwie Position zu verbessern oder zu veröffentlichen. Ich glaube, die sind, wie Philipp auch angesprochen hat, sind schon offener als in anderen politischen Bereichen des Lebens. Ich finde aber, dass einzelne Hochschulgruppen sich nicht irgendwie ideologisch verbessern werden sollten. Andererseits finde ich es absolut sinnvoll, die Hürden dafür zu senken, dass Menschen andere Hochschulgruppen gründen. Also ich finde es überhaupt gar nicht verwerflich oder schlecht, dass es auch eindeutig parteiferne Hochschulgruppen gibt. Das ist ja gut, und die sind auch ein wichtiges politisches Gewicht, das immer wieder auftritt. Und da die Hürden vielleicht zu senken, wäre ein Arbeitsprozess, den man angehen könnte, um Studierenden vielleicht zu ermöglichen, wenn sie sagen, ich kann mich mit keiner Partei identifizieren, habe aber eine klare Position, die ich klar in einer Gruppe vertreten möchte, dann sollten die Hürden dafür möglichst gering sein. Und ich denke, alle politischen VertreterInnen sollten darauf hinwirken. Da würde ich gerne noch auf Tobias eingehen, der gemeinsamen Veranstaltung der verschiedenen Hochschulgruppen. Ich glaube, also ich halte das für eine schlechte Idee. Weil ich glaube auch, dass, also es würde halt, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie die Konstruktion von irgendeinem krassen politischen Krieg irgendwie aufsetzen, aber es ist schon so, dass die Parteien ideologisch klar positioniert sind und halt politische Differenzen haben und irgendwie in einen politischen Wettstreit gegeneinander ankommen müssen. Und ich fände, das würde ein bisschen ein falsches Bild erzeugen und auch ein bisschen die Position verbessern, wenn alle Parteien zusammen irgendwie so ein Untung veranstalten würden oder so. Und genau, ich finde, es sollten einfach Veranstaltungen geben, die vielleicht grundsätzlich die Struktur der Hochschule erklären. Also was wie, was ist das Stupa, was ist der Asta, was ist dieser CEFA, was macht der Sportausschuss und so weiter und so weiter. So, also tatsächlich treffe ich ganz oft Studierende, die zu uns kommen während der Wahl und dann sagen, wir wären jetzt das Stupa, aber ist das nicht irgendwie das gleiche wie der Senat? Und wenn nein, was ist das Senat und so. Also ich kann das auch schon verstehen. So, ich als Studentin möchte ich mich auch nicht irgendwie mit irgendwie langen Konstruktionen hier der Hochschulpolitik vielleicht befassen. Also das muss vielleicht auch gar nicht. Aber vielleicht so eine Veranstaltung, die einfach nicht von allen Hochschulgruppen, aber die von irgendwie neutralen VertreterInnen gemacht wird, die einfach klar sagen, okay, so sind die eigentlichen Grundlagen an der Hochschule. Und könnten Leute sagen, ah, okay, jetzt habe ich ungefähr verstanden, was es gibt und jetzt... Glaube ich. Weil ich glaube, viele Leute haben schon eine klare Position, und ich muss Leuten jetzt nicht mehr den Unterschied zwischen Konservativismus und linken Positionen erklären. Ich glaube, das wissen Menschen, die studieren, in den meisten Fällen schon. Genau, aber sie wissen halt nicht, wie die Struktur der Uni aussieht. Du meintest vorhin, dass Stupa-Sitzungen auch Studierende auch erstmal abschreckend wirken können. Wie meintest du das? Ja. Verschiedene Dinge. Also ich glaube, meine beiden Hauptpunkte sind die Wissenshürden, die es gibt. Also es ist einfach so, dass Menschen, die sich lange mit Hochschulpolitik befassen, sei es jetzt im ASTA, sei es im Stupa, sei es im CEFA, sei es irgendwie auf anderen politischen Ebenen, dann haben Menschen einfach viel Wissen darüber, wie Hochschulpolitik aussieht und wie Hochschulpolitik, sag mal, gemacht werden kann, um es jetzt mal ganz flapsig auszudrücken. Und natürlich, einerseits verwenden sie die ganze Zeit Sprache, andererseits die ganze Zeit Mittel, um Leute zu überzeugen, die halt in diesem Wissen und in dieser, sag ich mal, Bildung, in diesem Bildungsvorsprung, in dieser Sache entstanden sind. Und ich glaube, Studierende, die entweder nicht die Energie oder die Lust oder die Zeit haben, sich viel mit Hochschulpolitik auseinanderzusetzen, einfach nur kurz ein spezifisches Anliegen haben, die werden gleich vielleicht gar nicht so richtig verstehen, was gerade abgeht und warum Leute irgendwie so reagieren oder so argumentieren. Also natürlich finde ich es gut, dass weiterhin Studierende die Möglichkeit haben, an Sitzungen teilzunehmen. So, natürlich.
Und in Sitzungen sollte auch vielleicht daran gearbeitet werden, dass Menschen, die diese Hürden noch nicht überwinden können, dies leichter tun können. Aber vielleicht auch so zusammengefasst wird und die so nur kurz sagen, was wurde beschlossen, was betrifft das, vielleicht so kurze Blogposts oder so. Genau. Und da natürlich auch noch so Sachen wie, es ist spät abends und ultra, ultra lang. Also, das ist halt einfach eine Riesenhürde. Also, ich glaube nicht, also ich glaube, es gibt viele Leute mit politischen Interessen, die wichtige Anliegen haben, aber ich glaube, wenn Leute dann irgendwie noch so um 10 auf der Uni auf Campus chillen, da haben, ich glaube, viele Leute ein großes Nichtwollen dieser Tatsache gegenüber. Also, ja, ich glaube, da, das ist zwar ein gutes Mittel, dass Studierende an Sitzungen teilnehmen können, aber vielleicht nicht das Beste. Ein anderes Mittel wäre da, das gab es, glaube ich, mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als die Hochschulgruppe von der Piratenpartei, die hatte das organisiert, dass die Stupa-Sitzungen übertragen wurden. Ich meine, wie gesagt, die Kapazitäten, das ist hier hinten in der NAPFAC im Senatssaal, die sind auch beschränkt irgendwo, aber dass das zumindest mal wieder übertragen wird, dann kann man immer noch, sag ich mal, eine Transparenz irgendwo auch darstellen, die auch meiner Meinung nach notwendig ist. Und vielleicht überlegt sich dann der eine oder andere, wie er diskutiert. Und dann hat das einen anderen Charakter, finde ich, irgendwo. Was meinst du sozusagen damit dann, dem Überlegen, wie sie er diskutiert? Es geht auch manchmal sehr unsachlich zu. Und wie Lukas das jetzt gesagt hat, ich meine es jetzt gar nicht in dem Sinne, dass jetzt es beleidigend wird, sondern dass manchmal über, da werden zwei Leute haben Konflikt, weiß was ich, persönlicher Natur, und das wird dann über das Stupa und über die Hochschulgruppen ausgetragen, und das zieht sich dann über eine Stunde hin und dann Fraktionspause und alles Mögliche, wo ja auch, sag ich mal, das nicht im Sinne des demokratischen Prozesses ist, wenn sowas im Stupa ausgetragen wird. Ja, die Dauer der Sitzungen ist durchaus auch etwas, was die Berichterstattung für uns Medien ein bisschen schwer macht, denn wir haben beide festgestellt, es ist sehr, sehr schwer, Leute aus der Redaktion dazu abzukommen, die haben sich 6 Stunden lang die Sitzung auszutun. Weil das macht keiner ohne Geld. Das kann man jetzt einfach mal so platt sagen. Wenn man dafür nicht bezahlt wird, hört sich keiner, selbst wenn es übertragen wird und man nicht im Saal sitzen muss, hört sich keiner 6 Stunden lang an, was gerade eine Stupa zu erzählen hat. Deswegen bräuchte man eher so eine Art Ergebnisbericht, sozusagen, über den man dann berichten kann. Auch persönliche Anwesenheit geht halt leider nicht. Ich weiß, es gibt Protokolle. Nee, da gebe ich dir recht. Ja, du gibst mir was? Nein. Also, wo ich recht gebe, ich hab damit kein Problem. Das Problem ist ja, die Protokolle sind ja auch in gewissem Maße unverständlich. Ich habe da auch manchmal meine Probleme. Aber wer soll denn den Tätigkeitsbericht schreiben? Das ist genau das Thema, wie du vorhin gesagt hast. Wir haben ja vorhin schon drüber unterhalten. Zum Hochschulgesetz eine 100-seitige Stellungnahme. Das kann man ja auch nicht von einem studentischen Medium verlangen. Also jemand, der das in seiner Freizeit macht, einen Bericht zu schreiben, der dann Hand und Fuß hat, wo objektiv berichtet wird, wo keine Fakten fehlen, da kann man ja nicht von einem studentischen Campus Mainz-Mitarbeiter kann man ja nicht verlangen, dass der sich da reinsteigert oder beziehungsweise über mit einem Thema nur ein Semester sich auseinandersetzt, wenn er kein Geld dafür bekommt. Wenn er Geld dafür bekommt, ist das eine andere Geschichte, aber das ist auch ein Problem auf jeden Fall. Also das gab es schon mal mit diesen kurzen Posts, und zwar hat das Präsidium des Studierendenparlaments vor einigen Jahren jeden Beschluss, der im Stupa gefasst wurde, kurz auf Facebook geschrieben, hier, das war der Antrag oder diese Person stand zur Wahl, so viele Stimmen dafür, so viele dagegen, so viele Enthaltungen. So, also so ganz kurz, es ist ja dann auch neutral, wenn man nur sagt, die Person hat so und so viele Stimmen bekommen, das ist ja nichts Wertendes dabei. Das würde ich mich auch freuen, wenn das Präsidium das wieder machen würde. Ja, Protokolle, die sind einerseits gut, weil es Wortprotokolle sind und man da sehr genau sieht, was gesagt wurde, auch wenn man sich nicht 6 Stunden abends hinsetzen will. Die sind deswegen aber auch sehr lang. Also das Protokoll von der konstituierenden Sitzung ist, glaube ich, wieder 60 Seiten lang. Und dann 60 Seiten lang Sachen durchzulesen, da kommen halt nicht immer nur sinnvolle Fragen, sondern da wird dann gefragt, wenn du ein Werkzeug wärst, welches wärst du? Und solche Sachen, ich wäre übrigens eine Zange, sage ich jedes Mal, weil ich das jedes Mal wieder gefragt werde. Das ist da dann halt auch mit drin. Den Livestream, naja, also
Ich war ja auch mal im Präsidium des Studierendenparlaments und konnte da dann sehen, wie viele Leute sich dann dort auf diese Seite begeben haben, wo es einen Livestream gab. Und naja, wenn dann da drei Leute zuschauen, dann ist das vielleicht auch nicht so sinnvoll. Und wer sich mittwochs abends um 10 hinsetzt und einen Livestream schaut, da ist vielleicht die Hürde dann auch nicht mehr ganz so hoch, selbst in Stupa zu kommen. Von daher. Ja, kann man natürlich auch, wenn man das nicht ernst nehmen will. Von daher finde ich das ziemlich gut, da wieder so Blogposts zu machen. Ich werde das auch mal beim Präsidium anregen, vorschreiben kann ich es natürlich nicht. Eine ganz grundsätzliche Frage, also wir haben uns ja jetzt thematisch vor allem auf der Ebene von euch gelegt, eben von Studienparlament in Aster sozusagen von der studentischen Seite. Aber ihr seid natürlich auch sozusagen an der Hochschule sozusagen eine Interessengruppe von vielen und ihr arbeitet ja auch mit der Hochschulleitung zusammen, beziehungsweise seid ihr auch mit der Hochschulleitung da verbunden in eurer Arbeit teilweise. Also deswegen würde ich vor allem dich jetzt gerne mal fragen, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung? Werdet ihr unterstützt? Gibt es da Konflikte? Wie sieht das aktuell bei euch aus? Also aus Sicht des ASTA läuft die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung kollegial. Wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Wenn wir irgendwie eine Frage haben, dann können wir uns auch mal an das Büro des Präsidenten oder der Kanzlerin wenden und kriegen dann da auch eine gescheite Antwort drauf. Das ist ja an anderen Hochschulen leider nicht so. Ihr habt ja in der HU studiert, das ist ja gerade da ein bisschen anders, das Verhältnis. Unterstützung. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand von der Uni abgestellt wird, um dem ASTA zu helfen oder so. Ich glaube, das wollten wir auch gar nicht. Aber es ist so, wenn wir Fragen haben oder Anregungen haben, dann werden die auch gehört, die Fragen werden auch beantwortet. Im Bereich der akademischen Selbstverwaltung sieht das leider ein bisschen anders aus. Da haben die Studierenden halt nirgends eine angemessene Anzahl an VertreterInnen. Also im Senat sitzen halt 42 Leute und von denen sind 8 Studierende, weil die Profs überall die Mehrheit haben müssen. In den Senatsausschüssen ist es genauso. In den Fachbereichsräten ist es genauso, da auf Institutsebene ist es genauso, dann hocken dann da 5 Profs und ein studentisches Mitglied, eine akademische Mitarbeiterin und eine nicht akademische. Und das ist dann schon von der Zahl der Leute, die sich beteiligen können, die was sagen können, die abstimmen können, gar nicht möglich. Und es ist auch strukturell ein bisschen so, dass es da immer wieder Probleme gibt, die dann punktuell sind. Also in meinem Senatsausschuss, das ist der für Satzungsangelegenheiten, funktioniert das ziemlich gut. Es gibt aber auch Senatsausschüsse, da wurden die studentischen VertreterInnen einfach gar nicht eingeladen. Also die haben dann im Nachhinein mitbekommen, ja, da war eine Sitzung. Und sowas ist dann halt schon echt frustrierend, wenn man dann da nur eine Stimme hat und dann nicht mal zu den Sitzungen eingeladen wird, dass man sich nicht mal anhören kann, geschweige denn irgendwie mehrheitlich mit abstimmen kann, dann ist das problematisch. Das gibt es auch bei manchen Fachbereichen. Wenn es dann darum geht, Posten zu besetzen, dann sollte es so sein, dass die Fachschaft gefragt wird, weil die Fachschaft die VertreterInnen von den Studierenden sind, die das Fach studieren. Es kommt aber auch vor, dass dann mal der Prof seinen studentischen Mitarbeiter fragt, hey, willst du das nicht machen? Und da die eigentlich vorgesehenen demokratischen Wege nicht immer eingehalten werden. Du hattest vorhin ja schon erwähnt, dass ihr auch mit dem Info-Mail-Verteiler Probleme habt, dass das Präsidium den euch nicht mehr sozusagen einfach vollkommen freischaltet, dass ihr das entscheiden könnt. Was versucht ihr dagegen zu machen? Oder habt ihr das Gefühl, es gibt eine Chance, dass sich das wieder ändert? Und auch noch als Frage, wie ist das dann zum Beispiel mit Wahlbekanntmachung? Könnt ihr das dann trotzdem noch drüber schicken? Oder, ja, Wahlbekanntmachungen werden immer drüber geschickt. Die Stupa-Wahl wird auch im Wahlausschuss noch wesentlich größer beworben, mit Bannern und mit Flyern und Wahlzeitungen werden ausgelegt, alles Mögliche. Also jetzt ein bisschen schwierig, das hier so in aller Öffentlichkeit und im Radio zu sagen, aber ich hätte gesagt, wir versuchen es einfach mal. Unser Arbeitsbereich für Politik, unser Arbeitsbereich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit dem Vorstand, wir schreiben da einfach mal was und verschicken das einfach mal und gucken, wenn wir das jetzt einmal machen und dann vielleicht nochmal und dann vielleicht nochmal, ob das so wieder anlaufen kann, dass wir nicht hingehen und sagen, hey, wir wollen das genauso wieder machen, sondern
wir versuchen es einfach mal hier, wir sind der AStA, wir würden gerne unsere Studierenden informieren. Könnt ihr das mal bitte hier verschicken? Und da steht so drin, was wir gemacht haben. Das interessiert unsere Mitglieder wahrscheinlich. Und da hoffe ich dann, dass das dann auch so weiter funktioniert. Ja. Ich wollte noch dazu anmerken, du bist ja eben drauf eingegangen mit der akademischen Selbstverwaltung. Also wir hatten vorhin noch das Thema Unibebauung, neue Zentralbibliothek, dort vorne vor dem Eingangstor, wie das zugebaut wurde. Das wird ja auch alles im Senat entschieden. Also das ist ja nicht so, dass da der AStA einen Einfluss drauf hätte, was hier baulich an der Uni geschieht. Und dann, wie gesagt, die 7 Studenten oder studentische Mitglieder, die im Senat sitzen, man kriegt da die Baupläne hingelegt und dann wird so lange abgestimmt, bis es passt. So, beziehungsweise ist es gar nicht nötig, weil die professorale Mehrheit ja immer gegeben ist. Und dementsprechend, das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Studierende bewegt, was gerade die Bausituation an der Uni Mainz angeht, aber als Student hat man, oder als studentischer Vertreter hat man da absolut keinen Einfluss drauf, das muss man ganz klar sagen. Also es wurde mir schon mehrfach jetzt schon von der akademischen Selbstverwaltung gesprochen und dass oft irgendwie demokratische Mittel nicht eingehalten werden, aber noch viel schlimmer finde ich, dass selbst wenn demokratische Mittel eingehalten werden, dass Mensch merkt, dass es nicht studierende Mitglieder dieser Ausschüsse überhaupt nicht interessiert, was Studierende zu sagen haben. Einfach weil sie in gewisser Weise keine Angst davor haben müssen. Also selbst wenn ich weiß, diese Studentin ist absolut nicht meiner Meinung, wird auf jeden Fall dagegen stimmen, ist mir einfach egal, weil ich in der Mehrheit bin und stimme ich ja dafür und ich meine dann, also ich meine, was soll ich machen, dann muss ich mich auch nicht darum bemühen, die Person zu überzeugen und zusammenzuarbeiten. Da muss ich auch keine kritischen Fragen beantworten, weil mir eh egal ist, was sie sagen. Und da glaube ich, also eines der besten Mittel sind halt irgendwie, ja, ich möchte fast blumig sagen, den Profs das Fürchten wieder lehren. studentische Proteste. Also das war früher ja an Universitäten richtig im großen Stil gang und gäbe. Und ich denke, dafür muss, also das ist natürlich sehr schwierig, da müssen sich alle Hochschulgruppen irgendwie dafür formieren, dafür muss der AStA was tun, dafür müssen andere studentische Gremien was tun. Aber Leute müssen halt merken, dass sie dazu gezwungen sein müssen, dass Studierende irgendwie mit ihnen kommunizieren und dass sie auch Studierende irgendwie in den Prozess einbeziehen. Ansonsten wird sich, glaube ich, nichts ändern. Also ich glaube, nur kleine formale Änderungen werden nicht viel bewegen. So. Wir würden dann jetzt die Podiumsrunde schließen und dann in die Plenumsdiskussion starten. Zum Abschluss noch, wenn jetzt jemand sagt, okay, nach der Diskussion oder generell, ich möchte mich jetzt irgendwie beteiligen in der verfassten Studierendenschaft, in den Organen. Was ratet ihr denen denn, was sie als erstes vielleicht machen können, wenn man selbst noch nicht so erfahren ist und einsteigen möchte? Was wäre denn da so ein Weg? Also es gibt mehrere Wege, sich daran zu beteiligen. Ich hätte gesagt, wenn man eh schon Mitglied in einer Partei ist und das gar nicht so schlecht findet, was die Partei macht, dann ist bei den meisten Parteien auch eine politische Hochschulgruppe vorhanden, zumindest bei den großen Parteien. Da wäre dann wahrscheinlich der Weg über diese Hochschulgruppe ganz interessant. Wenn man jetzt sagt, Parteien, das ist jetzt nicht so mein Ding, die müssen doch alle abstimmen, wie die Mehrheit das beschließt, dann ist der Weg über die Fachschaften ganz interessant. Das ist auch sehr niederschwellig, sich in einem eigenen Fachschaftsrat zu beteiligen. Da wird jedes Semester gewählt und die Fachschaften selbst machen auch schon ganz viel. Also die machen ihre Partys, die setzen sich bei ihrem Institut direkt vor Ort ein und man hat auch die Möglichkeit über den zentralen Fachschaftenrat, das ist das Gremium, wo alle Fachschaften drin sitzen, auch in den AStA zu kommen. Wenn man jetzt einer marginalisierten Gruppe angehört, dann bieten sich die autonomen Referate sehr gut an. Da ist es je nach Referat mal schwieriger, mal leichter gewählt zu werden. Leider gibt es tatsächlich Referate, bei denen mehr Plätze zu vergeben wären, als Leute zur Wahl stehen. Das war letztes Jahr im Referat für die Belangbehinderte und chronisch kranker Studierender der Fall. Alle Referate haben 3 Plätze und es standen 2 Leute zur Wahl. Wenn man den Weg gehen möchte, ist das sicherlich bei manchen Referaten ein sehr einfacher Weg, da auch direkt in den AStA gewählt zu werden. Ansonsten
muss man nicht in einem Organ der Studierendenschaft sein, um die Politik hier auf dem Campus mitgestalten zu können. Es gibt gerade ganz aktuell eine Hochschulgruppe, die nennt sich Politik und Gesellschaft. Und die setzen sich dafür ein, dass die Universität zu 100% Ökostrom bezieht. Die haben keinen Bezug zu einer politischen Partei, zu politischen Hochschulgruppen, sind nicht im Stupa vertreten, sind auch kein Organ der Studierendenschaft und kümmern sich jetzt um dieses Thema. Also man kann auch unabhängig von der Studierendenschaft da sich engagieren. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich möchte vielleicht nicht Abgeordnete sein, aber ich möchte mir trotzdem 6 Stunden lang Stupa-Sitzungen anschauen und darüber schreiben, wie kann man da dann mitmachen bei euch oder bei Campus Mainz? Also wenn man Interesse daran hat, hauptberuflich Hochschulpolitikern mit schlimmen Fragen auf die Nerven zu gehen, kann man gerne auf beim Campusradio vorbeischauen. Das ist dann das, wo man auch noch sprechen müsste dazu. Also wer der Meinung sei, eine gute Stimme möge sich gerne angesprochen fühlen, kann dann kurz bei Instagram zum Beispiel schreiben, ist man am einfachsten zu erreichen, oder an info@campusradio-mainz.de sich dann informieren lassen, wann die nächste Sitzung ist. Die sind in der Regel immer montags um 18 Uhr im GFG. Wenn man bei Campus Mainz mitmachen will, das ist die Printversion für die Schüchternen, die nicht vors Mikrofon möchten. Elli zum Beispiel. Nein, an welche E-Mail-Adresse wendet man sich bei euch? Am besten news@campus-mainz.net, und unsere offene Redaktionssitzung ist jetzt am 5.11. um 18 Uhr. Genau, unsere war leider gestern. Wir suchen schon lange einen Hochschulblogger. Ja. Wer sich jetzt hier inspiriert fühlt im Plenum, wir nehmen euch gerne. Ja, dann vielen Dank erstmal an euch alle, und dann genau würden wir gerne jetzt sozusagen die Fragen aus dem Publikum hören, beziehungsweise wenn sich online was ergibt, auch gerne. Ja, weil jetzt ganz viel das Thema Transparenz ist, AStA und sozusagen Informationsvermittlung an die Studierenden schaffen. Ich würde da auch einfach, ohne dass ich jetzt auch die perfekte Lösung anbieten kann, weil ich sehe auch das Problem, dass 6 Stunden Stupa-Sitzungen schwierig sind, aber doch sozusagen die studentischen Medien noch mehr in die Verantwortung nehmen wollen, weil dann zu sagen, naja, wir wollen eine Zusammenfassung, wer soll denn schreiben unabhängig, das wären ja eigentlich die Medien. Wenn der AStA selber sozusagen nochmal veröffentlicht, was er da nun macht, also das ist ja ganz logisch sozusagen aus seiner Sicht, das kann man ihm ja auch gar nicht vorwerfen. Ich möchte aber ja gerne eine unabhängige, vielleicht auch kritische Einordnung dessen, was passiert ist. Und ich meine, es ist ja ganz vergleichbar zur Bundespolitik. Man kann nicht von jedem Bürger verlangen, dass er sich Tage- und wochenlange Bundestagssitzungen anguckt. Nein, ich vertraue darauf, dass die Korrespondenten der ARD sich das anschauen und ich in der Tagesschau eine Zusammenfassung davon bekomme, eine unabhängige. Deswegen, man kann sicherlich den AStA auffordern, sozusagen transparenter zu sein, aber ich wollte einfach nochmal betonen, dass ich die Rolle der Medien da ganz wichtig finde und die sich sozusagen nicht dahinter verschanzen können, zu sagen, es müssen mehr Informationen geliefert werden, sondern es soll ja auch Aufgabe der studentischen Medien sein, diese Informationen zu holen und unabhängig zu recherchieren und einzuordnen. Okay. Natürlich ziehen wir uns jetzt nicht einfach hier so aus der Affäre raus und sagen, hier, der AStA soll uns bitte sagen, was er da kritisch dazu denkt. Das wäre auch absolut sinnlos. Ja, von uns als Campusmedien ist es die Aufgabe, dass wir auch kritisch darüber berichten. Manchmal ist kritisch berichten halt echt schwer, und es ist nicht so, als hätten wir gar nicht darüber berichtet. Campus Mainz hat einige Artikel verfasst. Wir haben die Berichterstattung zumindest mal zusammengefasst, was alles angekommen ist. Worum es mir tatsächlich geht, wenn ich von Transparenz rede und dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Studierenden möchten mehr davon mitbekommen, was der AStA gerade so tut, das sind halt die Sachen, die ich eben angesprochen hatte mit, man weiß nicht, woran arbeitet der AStA gerade. Und das weiß ich jetzt gerade, also das habe ich jetzt gerade eben erfahren dann, woran gerade so gearbeitet wird, das mit der neuen Hochschulverfassung habe ich auch mitbekommen am Rande, aber so richtig, was der aktuelle Stand der Dinge, welche Projekte werden gerade bearbeitet, was ist in Aussicht, was wird in Angriff genommen, das wüsste ich jetzt auch nicht spontan. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht spontan, wo ich es herkriegen soll, denn das letzte Protokoll, was ich finden kann auf der Stupa-Website, ist halt die konstituierende Sitzung. Da steht dazu nicht so wirklich viel drin, sondern wer gewählt wurde für was.
es gab auch seit der Konstituierung. Ja, das war ja auch die letzte. Ja. Die erste. Ich kann vielleicht auch aus Campus Mainz dazu noch was sagen, weil das tatsächlich unser Anspruch ist, auch über Hochschulpolitik regelmäßig und kritisch zu berichten. Und das ist immer das allererste Thema, das ich auf die Tagesordnung setze. Und das ist der allererste Job sozusagen, den ich bei der offenen Sitzung anpreise. Aber dem Ehrenamt sind halt Grenzen gesetzt. Ne? Und ist sozusagen, ich würde sagen, wenn es einen Paukenschlag gibt in der Hochschulpolitik, dann kriegen wir das auch mit und dann versuchen wir auch ausgeglichen die Gruppen zu befragen und da zu gucken, ne, dass wir da von allen Sichten irgendwie berichten. Unser Problem ist das Tagesgeschäft. Ne? Also weil die Aufregerthemen, da finden sich dann Leute, die dann sagen, oh ja, ich gucke mir das mal an. Aber wir schicken immer mal wieder jemanden ins Stupa, der geht der nie mehr hin. Und also das ist auch, ich würde mal sagen, okay, wenn eine Sitzung berechtigt 6 Stunden dauert, dann soll sie das auch mal machen. Aber ich war auch selber schon im Stupa, ich sage nicht, dass es regelmäßig so ist, aber die haben halt über eine Stunde schon verspätet angefangen. Wo ich halt denke, okay, ist es vielleicht irgendwie, weil man schon sehr so unter sich ist, ne? Und also vielleicht sich bewusst machen, dass das eine extreme Hürde ist. Nicht nur für die Campusmedien, sondern auch für jeden, der sich das einfach mal angucken will. Wie geht es hier ab? Also Folge konnte ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, also allein die Verspätung. Lukas wurde ja, ich finde, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, wo die jetzt in Hochschulgruppen und der AStA ansetzen können, ist, ich habe schon angesprochen, dass Leute sich ungern unbezahlt 6 Stunden in eine Stupa-Sitzung setzen, aber vielleicht tun sie das ja lieber bezahlt. Also ich denke, es ist durchaus im Interesse des Stupa und des AStA irgendwie höhere Transparenz zu schaffen, weil ich glaube, dass durch den Prozess angestoßen wird, dass sich auch mehr Studierende für Hochschulpolitik interessieren und besser Hochschulpolitik gemacht wird. Ich denke, es ist durchaus sinnvoll, Diskussionen darüber anzusetzen, ob vielleicht irgendwie eine Person bezahlt werden kann, um irgendwie Protokolle zu lesen, einen kurzen Blogbericht zu verfassen oder so. Also, ohne jetzt irgendwie hier in riesigen Mengen Studiengelder verschleudern zu wollen, aber ich denke, es kann ein angemessener, nicht überteuerter, das muss dann halt im politischen Prozess festgestellt werden, Weg gefunden werden, Menschen auch zu bezahlen, wenn sie es machen wollen. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass Menschen das sonst nicht 6 Stunden lang ab 8 Uhr abends machen. Also quasi so eine Art bezahltes Bindeglied zwischen Stupa-Sitzungen und was dann die Medien draus machen. Ja, ich sehe da allerdings eine Gefahr, nämlich dass dann die Unabhängigkeit nicht mehr besteht, wenn eine Person bezahlt wird, um aus dem Stupa oder dem AStA zu berichten und die Person dann vom Stupa oder vom AStA bezahlt wird. Weiß nicht, ob man das irgendwie umgehen könnte, dass man das irgendwie sagt, wir finanzieren jetzt, keine Ahnung, wir finanzieren jetzt zum Beispiel Campusradio und Campusradio entscheidet selbst, wer das Geld bekommt, dann wäre die Gefahr wohl nicht mehr so hoch. Aber aus Sicht der Unabhängigkeit der Medien sehe ich das kritisch. Lukas wollte, glaube ich, nochmal darauf antworten. Genau, also ich denke, ein guter Weg wäre das, das irgendwie vertraglich festzulegen. Also ich sehe den Punkt auch so, es ist natürlich schlecht, wenn irgendwie eine Person einen Blogbericht schreibt und der gefällt mir nicht und dann lasse ich die Person ständig neu an. Das wird den ganzen Sinn der Sache hintergehen. Aber ich denke schon, dass es vertraglich irgendwie geregelt werden kann, wie diese Person angestellt wird, wie diese Gelder bezahlt werden zum Beispiel. Also eine Institution zu bezahlen, die Institution benennt dann die Person, wäre zum Beispiel gut, Vertragsverhandlungen darüber zu machen, wie die Person bezahlt wird und da auch Leute einzubeziehen, die eine nicht hochschulgruppengebundene Position hat, wäre wichtig. Ja, ich sehe das Problem auch, aber ich glaube, es ist ein lösbares Problem. Also Mensch müsste halt nur Arbeit und irgendwie Überlegungen in die vertragliche Verhandlung investieren. Ich denke, das ist auch durchaus so ein Problem, was sich auch irgendwie aus der allgemeinen Dynamik von der Hochschulpolitik irgendwie ergibt. Also die Wahlbeteiligung ist relativ niedrig, daraus kann man irgendwie schließen, dass das Interesse daran, was AStA, Stupa und so weiter machen, an sich relativ niedrig ist. Wenn man irgendwie vielleicht halt wieder mehr diese Transparenz, über die wir jetzt schon so oft gesprochen haben, die ich jetzt noch zum nächsten Mal wiederhole, wenn wir diese Transparenz mehr schaffen würden, vielleicht würden sich mehr Leute wieder dafür begeistern, dann würde vielleicht eine von unseren beiden Redaktionen
irgendwie jemanden finden, der sagt, ja, Hochschulpolitik, habe ich Bock drauf, ich setze mich da gerne rein und schreibe euch irgendwas. Nur im Moment stoßen wir da alle ehrenamtlich ein bisschen an unsere Grenzen. Aber wäre es dann nicht vielleicht auch eine Option, dass ihr da auch direkt bei dem Thema überlegt, wie ihr kooperieren könnt? Also sozusagen, es wäre ja schon sehr viel geholfen, wenn ihr zumindest halt irgendwie eine Person finden würdet und sozusagen dann irgendwie beide Medien damit bespielen könnte, sozusagen. Ja, das also, war durchaus im Versuch, ja, aber ja, also von Kampfmeister, wir hatten ein dreigliedriges Finanzierungsmodell, wo auch der Aster beteiligt war, und das gibt es inzwischen nicht mehr aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen auf allen Seiten. Aber das ist zum Beispiel ein Grund dafür, dass wir ein Hochschulpolitik-Ressort nicht entschädigen können. Also das wäre zum Beispiel ein Ansatz einfach für den Haushalt. Ich würde nur ganz kurz, weil ich glaube, du hast dich schon länger dazu gemeldet, nicht kurz. Genau. Ich kann es auch aus Sicht von Campus TV sagen. Campus TV ist ja angegliedert am journalistischen Seminar. Und wir hatten vor einem Jahr tatsächlich so sehr interessierte, offene Studierende, die den Wunsch hatten, wir möchten eine Talksendung über Hochschulpolitik machen, wo wir im Bereich der Formatentwicklung auch Leute vom ZDF da hatten, die erstmal gesagt haben, so um Gottes Willen, sowas macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, das ist sowas von unsexy. Zum Glück haben sie sich das nicht zu Herzen genommen, sondern tatsächlich das durchgesetzt, was wir unser Format hatten, was wir kurz entwickelt haben. Und der Wunsch eben da ist, sich damit mit hochschulpolitischen Themen auseinanderzusetzen. Wir sind dann erst in Wohnungspolitik gegangen und jetzt im Frühjahr war der Wunsch eben auch da, Wahlen stehen an, wir wollen was zu den Wahlen machen. So. Das war alles relativ kurzfristig, sodass dann eine Kollegin und ich uns quasi als die Redaktionsleitung mit eingeschaltet haben. Und es jetzt aus unserer Sicht, jetzt ohne vorwurfsvoll zu klingen und das zehnmal zu wiederholen, ist tatsächlich super, super schwer war, da an Informationen ranzukommen. Ich habe mich auch versucht, durch Protokolle eben zu klicken. Und weil wir eben versucht haben, okay, es war sehr schwer, überhaupt das Wahlprogramm erstmal von allen Parteien zu kriegen, beziehungsweise überhaupt erstmal rauszukriegen, welche Parteien stellen sich denn jetzt auf. Das war dann alles super kurzfristig. Und ich glaube, bis einen Tag vor der Sendungsaufzeichnung hatten wir dann auch das letzte Wahlprogramm. Aber natürlich war das zu kurzfristig, um uns thematisch darauf vorzubereiten. Und da muss ich sagen, aus Sicht, aus einer Außensicht oder aus dieser medialen Sicht, die wirklich sehr gewillt war und sehr gewillt ist, darüber zu berichten, war es unheimlich mühsam und mühevoll, aktuelle Informationen zu kriegen, um herauszufinden, was passiert denn da. Und das war eben unsere Erfahrung. Letzten Endes war es aber trotzdem eine ganz spannende Sendung, wie ich finde, oder zweite spannende Sendung. Und wir denken eben auch, wir wollen das nächstes Jahr wieder machen, jetzt ein bisschen mehr Vorlauf mit Kontakten, die wir jetzt quasi haben, dass wir das dann einfach ausbauen und eben auch der Wunsch tatsächlich von den Studierenden da ist, zu sagen, okay, wir wollen das eigentlich genauer beobachten. Ja, ich würde da der Kollegin von Campus TV vollkommen recht geben. Wir haben zu Beginn des Sommersemesters auch eine Elefantenrunde gemacht zur Stupa-Wahl. Das war der nette Mensch da in der ersten Reihe und ich, die das vorbereitet haben. Und unsere Vorbereitung bzw. unsere Suche nach dem politischen Programm der einzelnen Parteien sah folgendermaßen aus, dass sämtliche Websites und Facebook-Seiten und alles Mögliche sehr, sehr unaktuell waren in meiner Erinnerung, also eigentlich so gut wie alle. Manche waren dann irgendwie sogar schon gar nicht mehr existent und unsere Vorbereitung, Informationen darüber zu kriegen, wie die Wahlprogramme der Parteien aussehen, sah so aus, dass wir einmal über den Campus spaziert sind und versucht haben, so viele Wahlplakate wie möglich zu finden, weil anders nicht an Informationen zu kommen war. Und das kann halt eigentlich auch nicht sein, dass selbst einen Tag bevor die Wahlwoche beginnt, das einzige Informationsmedium, was man hat, ein Wahlplakat ist, auf dem dann sowas draufsteht, wie wir wollen mehr Radwege. Das bringt einer rein, oder der Apfel in der Mensa kostet 70 Cent, ist uns zu teuer. Das ist halt auch nicht das, was ich, das ist jetzt nicht das, was mir als Student, der da irgendwann mal eine Wahlurne gehen muss, was bringt. Ja, wenn ich da die Gegenposition zu äußern dürfte. Also wir haben bei den Wahlen, das bezieht sich jetzt auch hierauf, grundsätzlich das Problem,
dass wir vorher nicht wissen, wer zur Wahl antritt, weil sich ja Leute noch bewerben können zur Wahl. Wir haben extra auch die Fristen jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr im Voraus, weil die Hochschulgruppen eben aus Studierenden bestehen, die nicht sagen können, und in einem halben Jahr haben wir die und die und die Person bei uns aktiv und die treten dafür die Liste an. Und deswegen ist das alles sehr kurzfristig. Zu den Informationen, ja, da können sich die Hochschulgruppen ruhig mal selbst in die eigene Nase packen, dass sie da mal aktuelle Informationen auf ihre Internetseiten stellen. Das ist ja auch in deren eigenem Interesse, wenn sich da die potenziellen WählerInnen darüber informieren können. Es gibt aber auch Angebote vom Wahlausschuss, nämlich die Wahlzeitung. Die wird immer in einer riesigen Auflage gedruckt und alle, die zur Wahl antreten, egal ob die jetzt schon 10 Jahre in der Hochschulgruppe sind oder ob das jetzt eine Einzelbewerberin ist, haben da 2 Seiten zur freien Gestaltung. Da steht da vorne drin, was ist das Stupa, was ist der AStA, wie funktioniert die Wahl. Aber alle Hochschulgruppen haben zur freien Gestaltung 2 Seiten drin, wo sie reinschreiben können, wer sie sind und was sie machen. Und die werden auch entsprechend schon vor der Wahl verteilt und liegen an jeder Wahlkabine aus. Also das ist dann, selbst wenn man kein Internet hat oder blind über den Campus läuft und die Wahlstände sich nicht anschaut, spätestens dann kann man sich anhand der Wahlzeitung informieren. Die sind, ich glaube, auch aus der historischen Betrachtung ein ganz interessantes Mittel, um zu sehen, was war damals los, weil da eben immer drin steht, wer ist zur Wahl angetreten und was waren das so für Leute. Wir mussten zum Beispiel auch auf die vom Vorjahr zurückgreifen, weil die aktuelle einfach noch nicht da war. So. Richtig, das war sie nämlich, dies kam nämlich, glaube ich, erst einen Tag nach der Elefantenrunde raus, in dem Fall von uns damals, oder genau an dem Tag. Das war wie viel vor der Wahl dann? Es war genau am Tag, als die Wahl losging, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ein oder 2 Tage später ging los. Montags hatten wir die Runde. Das war ja 3 Tage oder 2 Tage vor Wahlbeginn, lang ist noch nicht vor. Du schüttelst den Kopf so. Ja, also das ist so, ich war in diesem Wahlausschuss und es gibt halt in der Wahlordnung Fristen. Und man kann halt, also die Hochschulgruppen haben Einreichungsfristen für ihre Artikel, daran müssen wir uns halten. Davor haben sie noch Fristen für die Listeneinreichung und erst danach können wir ja die Wahlzeitung gucken, logischerweise. Und die ist abhängig von Vorlesungstagen. Wir haben die ging donnerstags raus und die Wahl hat den Donnerstag danach angefangen. Deshalb, also es kann natürlich sein, dass die irgendwie nicht bei euch ankam, aber ich bin mir, ne Moment, sie ging donnerstags raus, weil es halt Vorlesungstage sind. Es kann aber natürlich sein, dass weil das Donnerstag nachmittags dann war, dass es bis montags nicht mehr dort war. In dem Fall würde ich allerdings anbieten, ich weiß, es war dieses Jahr nicht so bekannt und ich weiß, da ist auch viel schief gegangen, aber dass direkt an den Wahlausschuss geschrieben wird und ich habe die große Hoffnung, dass es dieses Mal dann auch direkt an die Medien weitergeleitet wird, sobald die Wahlzeiten drauf sind. Ja, garantieren kann ich es natürlich nicht. Es ist immer von den Leuten abhängig, die verantwortlich sind. Das wechselt halt auch jedes Jahr. Es ist halt kein fester Wahlausschuss, sondern die Leute wechseln jedes Jahr. Und zwar dieses Jahr, ohne das in Schutz nehmen zu wollen, aber es waren sehr, sehr viele neue Menschen. Deshalb ist sehr, sehr viel schief gegangen. Dann war nicht klar, wer mit wem kommunizieren muss. Deswegen so sagt erst vom AStA-Vorstand an uns weitergeleitet worden. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ist dann bei euch die Wahlzeitung normalerweise auch sozusagen eine Woche vorher schon online verfügbar? Oder reden wir jetzt nur über Print gerade? Also wir hatten digital Vorlesung, das heißt, man konnte die schon als PDF, also wir hätten, sollte eigentlich auch als PDF weitergeleitet worden sein. Ich habe leider gerade nicht mehr in Erinnerung, ob überhaupt bei allen ankam. So wie ich es gerade hier aber sehe, kam sie zumindest nicht bei allen an. Also. Und sie kam nicht per E-Mail an und sie war auch im Internet nicht auffindbar. Es ist ja nicht so, dass wir nicht danach gesucht hätten. Wir haben eine große Talkrunde vorbereitet. Yeah. Und wir haben auch die Seiten des Wahlausschusses durchkämmt. Da war halt nichts. Und auch dort war nichts aus dem Jahr zumindest finden. Okay, ich möchte jetzt 2 Dinge klarstellen. Zum einen hat der Wahlausschuss keine Seite, das ist ein Problem. Der Wahlausschuss hat einfach keine Homepage, sondern nur das Studierendenparlament. Dementsprechend, da gibt es schon Ideen zur Verbesserung, damit solche Sachen geändert werden können. Aber natürlich, wenn keine eigene Homepage existiert, ist das schwierig. Und zum anderen, das war mir schon vorhin ein Bedürfnis, ich wollte nur nicht reinrufen, ich bin auch sehr, sehr unglücklich mit unserem Wahlergebnis. Aber es war nicht 7%, es war zwischen 11,2 und 11,3. Das ist hier der Vollständigkeit wichtig. Danke.
Ja, du meinst es schon ganz lange. Ich wollte kurz den Punkt aufgreifen, der vorhin gesagt wurde. Ich bin jetzt im 8. Semester hier bei uns. Und ich war in den ersten zwei Semestern, habe ich mich noch im Fachbereich der Fachschaft engagiert. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, als ich einen gefragt habe, im ersten Semester, der im 4. war, der auch im Fachschaftsrat war, was ist eigentlich der AStA? Was machen die CEPA und so weiter? Dann kam uns Antwort, ach, das ist kompliziert, frag mal den und den, der kann dir das erklären. Das hat mir auch ziemlich einen Dämpfer gegeben und ich denke, dass die meisten Studierenden keine Ahnung haben, was eigentlich die Aufgaben sind. Und das wäre vielleicht einfach so ein einfaches Diagramm, wie man es aus dem Sozialkunde einfach auch bereitgestellt wird in den Medien oder einfach auch so viele Studenten, dass man auch mitkriegt, ohne aktiv danach zu suchen. Also zum Beispiel einfach über ein Plakat, der einfach die Strukturen darstellt. Oder auch einmal die Grenzen aufzeigen, was kann Studienpolitik. Im ersten Semester, also 2016, gab es ein Plakat, ein Wahlplakat, No Glory Holes in the Bib. Wo ich mir dachte, warum soll ich eine Partei wählen, die damit Lärm macht? Also, war das die Liste, die Liste? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist das einzige Wahlplakat, das mir so in Erinnerung geblieben ist, aber weil ich es sehr fertig fand. Wo ich mich einfach fragen, womit beschäftigen die sich eigentlich, wenn das so das Thema ist, mit dem man versucht, Wähler zu bringen? Oder jetzt auch mit 70 Cent für einen Apfel. Es tut mir leid, das erinnert mich sehr an unsere Bundesrepublik-Politik. Die hat jetzt dasselbe Niveau für mich, auch kindisch, was rauskommt. Deswegen weiß ich nicht, warum ich mich dafür interessieren soll, wenn das das Niveau ist, was ich erwarten kann. Also dass da vielleicht einfach mehr Info da ist, wofür ist die Politik hier da? Was kann sie machen? Ich glaube, du wolltest nur gerade das Diagramm-Ding noch ansprechen, ja. Und dann möchte ich Lukas. Ja, also auf finnische Wahlplakate anderer Gruppierungen möchte ich nicht eingehen, aber dieses Diagramm gibt es und dieses Diagramm verteilt der AStA offensiv. Eines der am besten angenommenen Sachen, die der AStA hat, ist die ESSI-Tasche. Und in der ESSI-Tasche ist immer der Taschenkalender Kleine Riesen drin. Den gibt der AStA jedes Jahr oder sogar jedes Semester früher mal neu heraus. Und da ist genau so ein Diagramm drin. Und alle Erstsemesterstudierenden, die bei der Einführung im RW1 dabei sind, kriegen immer gesagt, geht raus und holt euch die ESSI-Taschen. Und die ESSI-Taschen kommen auch an. Wir verbringen 2 Tage damit, die zu packen und 10 Minuten damit, die auszugeben, dann sind sie leer. Und in jeder Tasche ist eine kleine Riesen drin und in jeder kleinen Riesen ist so ein Diagramm drin, wie die Organe der Studierendenschaft funktionieren und wie die Organe der Hochschule funktionieren. Und da steht auch drin, welche Arbeitsbereiche und Referate es im AStA gibt und was sie so machen und deren E-Mail-Adressen und wann das Stufa tagt und was der CEFA ist. Also das gibt es schon und das wird an die Erstis auch herangebracht. Also so ganz, und sowas gibt es nicht, würde ich nicht stehen lassen wollen. Glaubst du, das reicht? Also ich meine, es ist dann im Zweifelsfall... Nee, irgendwo. Offenbar reicht es ja nicht. Also, keine Ahnung, ich weiß auch selbst irgendwie, ich habe im ersten Semester auch irgendwie dann so ein Stuttkall, heißt das bei uns, irgendwie bekommen und den schaut man durch, aber irgendwie kommt man halt auch gerade an der Uni erstmal an, vielleicht auch in der neuen Stadt und vielleicht nutzt man den Kalender, vielleicht auch nicht, aber das, meine eigene Erfahrung, dass das dann da so erläutert ist, da muss man sich Zeit für nehmen, das muss man sich da dann anschauen. Und ich glaube, in diesem Erstsemestertrubel kann das als einzige Information dazu tatsächlich einfach verloren gehen. Nee, da gebe ich dir recht, dass es offenbar nicht genug ist, wenn Studierende im 4. Semester auch andere Leute verweisen, um zu erklären, was der AStA ist. Müssten wir mal überlegen, was wir da besser machen können. Also die Datei haben wir ja, ob wir die mal als Plakat irgendwie aufhängen. Ich glaube, viele Leute würden sich darüber wundern, warum das da hängt. Aber ich werde das mal bei unserem Arbeitsbereich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ansprechen. Es wäre vielleicht einfach auch schön, dass die Fachschaften einfach so einen kleinen Guide haben. Das ist einfach dieses Einmaleins für Studienpolitik, so nach dem Motto, wenn einer kommt und was fragt, dass man das aus der Schublade rausholen kann und das mal schnell erklären kann. Ich würde es. Möchtest du darauf antworten? Ja, das ist in der kleinen Riesen drin. Also, ja, wir gehen halt nicht aus in der Fachschaft. Die Fachschaften holen die sich im AStA auch ab. Also es gibt Fachschaften, die sagen, wir hätten gerne kleine Riesen, um die bei uns auszulegen. Die kommen dann und dann geben wir den Kisten davon mit.
Ich würde es nur sozusagen der Ordnung halber, damit auch alle berücksichtigt werden, erstmal noch kurz auf Lukas, der sich länger gemeldet hatte, dann vielleicht dich, dann Stevie und dann da hinten, nur damit wir so ein bisschen alle Stimmen auch berücksichtigen können. Ja, ich will zwei Punkte, ich versuche mich kurz zu fassen. Einerseits glaube ich, also natürlich ist die kleine Wiesn schon cool und gut, dass sie an die Fachschaften so weit ausgegeben wird, aber ja, offenbar existiert ein Problem und ich glaube, die Strategie, die gefahren werden muss, ist so eine Strategie der 1000 Wege. Also effektiv wird jedes Werbemittel, egal wie gut es geht, mehrheitlich untergehen. Die kleine Riesin wird wahrscheinlich mehrheitlich an Leuten vorbeigehen, dass da die Infografik drin ist. Man muss möglicherweise einfach mehr Wege wählen und um dies zu, also zum Beispiel eine Veranstaltung. Man könnte irgendwie irgendeine Veranstaltung von irgendwie Medienpartnerinnen oder so machen, die halt keine hochschulpolitische Position haben und dann irgendwie einfach erklären, wie Hochschulpolitik funktioniert. Oder Leute, die besser berichten können aus dem Stupa und darüber irgendwie regelmäßige Blogberichte haben und dann, selbst wenn sie keine Position in der Hochschulpolitik haben, besser darüber berichten können. Das wird aber alles, egal wie Mensch es dreht oder wendet, Geld kosten und da muss halt eine politische Entscheidung dahinter stehen, dieses Geld zu investieren. Sei es diese Veranstaltung, sei es die Bezahlung von Leuten, die Berichte darüber schreiben. Genau, weil also de facto wird alles am Ende untergehen und wenn es halt irgendwie 10 verschiedene Wege gibt, dann wird möglicherweise hoffentlich ein Weg jedem Studi zumindest treffen. Genau, dann wollte ich noch sagen, also politische Forderungen, du hast gesagt, dass sie möglicherweise kindisch sind. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es so verschiedene Wege gibt, so, die auch im politischen Spektrum unterschiedlich betrachtet werden, welche politischen Sachen überhaupt angesprochen werden sollen. Ich, aus meiner linken Position, finde, dass die Universität ja ein Ort ist, wo Menschen sich auch allgemeinpolitisch bilden und deswegen finde ich, sollten auch irgendwie allgemeinpolitische Sachen angesprochen werden. Also wenn ich es irgendwie an der Uni wichtig finde, günstige Wohnheime irgendwie besser auszufinanzieren, dann tue ich das möglicherweise im Grund, der mir über irgendwie die Finanzierungsmöglichkeiten von Studierenden oder jungen Menschen allgemein in Deutschland interessiert. Wenn ich irgendwie will, dass es Referate gegen Diskriminierung gibt, dann tue ich das aus der Überzeugung, dass es die auch überall anders in Deutschland gibt und dass das einen systematischen Zusammenhang hat. Andererseits finde ich es aber auch nicht unwichtig, so Sachen wie Mensapreise und so zu besprechen. Also das sind ja auch Dinge, die Studierende betreffen. Da soll dann vielleicht eine Waage gefunden werden. Und es werden dann verschiedene Strategien gewählt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Verzweiflung zu tun, dass so wenig Leute wählen. Und ich meine, in Hochschulgruppen kommt das ja auch an. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Wahlbeteiligung seit jeher also katastrophal niedrig ist. Und manche denken sich möglicherweise dann, also ich weiß nicht, welche Liste das war mit dem Glory Hole, aber dass vielleicht ein Witz Leute dazu bewegt, zu wählen oder so. Ich halte das selbst auch nicht für den besten Weg oder so für einen schlechten Weg. Aber ja, das, also es hängt ein bisschen mit der Frage zusammen, so interessieren sich Studierende politisch nur für Dinge, die wirklich losgelöst von einem anderen hier in der Hochschule spezifisch existieren, wie Mensapreise, oder haben sie ein allgemeinpolitisches Interesse, das sich auch hier in der Hochschule manifestiert? Ich würde jetzt auch aus einer Medienperspektive mal nochmal auf dieses mit ASTA erklären und so eingehen. Wir vom Campus Mainz haben es uns auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, zu versuchen, das halt vor den Wahlen konkret also an die Leute zu bringen im Rahmen von Wahlbeteiligungskampagnen. Wir haben zwei irgendwie die letzten Jahre mehr oder weniger groß gemacht und im Rahmen veröffentlichen wir und posten auch immer wieder unsere Erklärartikel zum ASTA. Also das versuchen wir auch sehr stark zu verbreiten. Und jetzt ist halt die Frage, so kommt das nicht an, weil Leute es nicht sehen? Oder ist es dann immer noch zu lang, eine Seite dazu zu lesen, wie der ASTA funktioniert? Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr man es runterbrechen muss, damit jemand es aufnimmt, um Erklärungen außen vor zu lassen oder so. Ja, das sind halt uns für die Fragen, die sich wirklich da stellen. Ich wollte noch was auch noch so allgemein aus Mediensicht hinzufügen. Es wurde ja jetzt auch mehrfach angesprochen, dass auch Medien in der Pflicht sind, ein bisschen mehr darüber zu berichten. Was ich noch sagen wollte dazu, ist, dass auch wir eingeschränkt sind in der Anzahl von Leuten, die wir wirklich erreichen, die an dieser Uni sind. Denn, also erstens die Frage, die mich seit 5 Semestern begleitet und jetzt auch im 6. Semester ist, wie es gibt ein Campusradio.
Ich dachte, ihr seid Campus Mainz oder für Campus Mainz. Ach, ihr seid nicht das Radio und für uns beide seid ihr Campus TV. Das ist so die Grundsituation, die sich durchzieht. Also es ist jetzt nicht so, als würde die gesamte Studierendenschaft wissen, dass wir existieren und dass wir über Dinge berichten. Das ist halt auch etwas, was es schwer macht. Also wir erreichen nicht so viele, wie wir gerne erreichen würden. Das kommt halt noch hinzu. Ja, du hattest dich schon ganz lange gemeldet. Mir ist Transparenz auch sehr wichtig, deshalb, um es klar zu machen, ich bin Teil des ASTA, ich bin Vorsitzende vom CEFA, das heißt, ich bin zwar autonom, aber ich spreche nicht komplett unabhängig. Ich finde es super schade, dass es Fachschaften gibt, denen gar nicht bewusst ist, was wir tun. Ich stimme auch mit Lukas überein, dass es mehrere Schienen gibt, allerdings finde ich, dass, und ich mache das in unserem Plenum auch so, es gibt halt nicht nur das Recht auf Information, sondern es gibt auch die Pflicht, sich zu informieren. Und wenn es halt schon eine halbe Seite nur ist oder eine Seite und Leute immer noch sagen, boah, das wäre zu lang, ich lese es nicht. Also das sind halt sehr verbogene Strukturen und natürlich kann man versuchen, das einfach zu erklären. Das machen wir auch. Aber die ganze Pflicht, den Medien zu übergeben oder den Studierenden, die sich politisch engagieren, finde ich sehr, sehr schwierig, weil das halt in dem Moment, wo du sagst, ja, eigentlich interessiert es mich nicht, kannst du im Prinzip machen, was du möchtest. Und ich hätte noch eine Frage an alle politischen Menschen da vorne und an Sie als Forscherin. Lukas hat ja gesagt, dass er der Meinung ist, dass der Weg, der gewählt werden muss, oder einer der Wege, die gewählt werden muss, müssen demonstrieren ist und Protest. Und zum einen sehen das alle so und zum anderen habt ihr denn auch eine Idee, wie man die Studis dazu bekommt, zu protestieren? Weil ich glaube, es ist nicht immer das Problem, dass protestiert werden sollte, sondern dass es gar nicht gemacht wird. Also egal, wie sehr man es versucht und egal, wie viel Werbung man macht. Ja, anfangen. Also aus RCDS-Perspektive sag ich mal, stehe ich hier für Sachthemen und Sachthemen diskutiert man auch auf sachlicher Ebene und deswegen ist das vielleicht jetzt für die einen oder anderen nichts Neues, dass Protest nicht unsere oder Demonstration unsere, sag ich mal, Favorit politische Partizipation ist. Es kommt aber auch aufs Thema an. Also, keine Ahnung, fürs Hochschulgesetz würde ich persönlich, ich kann da, das ist jetzt bei meiner persönlichen Meinung, würde ich auch auf die Straße gehen in dem Sinne. Aber da würde ich jetzt nicht für meine Gruppe die Hand ins Feuer legen. Also ich sehe das anders. Ich bin auch nicht beim RCDS. Persönlich sehe ich das zwar für meine Person auch so, weil ich nicht so der Mensch bin, der rausgeht demonstrieren, sondern eher so der Mensch, der im Büro sitzt und dann mal eine lange Stellungnahme schreibt. Allerdings besteht der ASTA zum großen Glück nicht nur aus mir, sondern auch noch aus ganz vielen anderen Menschen. Da sind einige dabei, die können das richtig gut, so eine Demonstration zu organisieren. Und es gibt auch Studierende, die lesen eben nicht die Stellungnahme, aber die gehen auf die Straße. Und in dem Punkt bin ich auch dafür, dass man die Studierenden dann da abholt, wo sie sind, dass man eben mit den Kompetenzen, die man im ASTA hat, die Interessen, die in der Studierendenschaft vertreten werden, entsprechend abbildet und dann beides macht, dass man eine Stellungnahme schreibt und auf die Straße geht. Und so machen wir das jetzt auch. Also wir haben jetzt eine Aktionswoche, würde ich jetzt nicht sagen, ist ja länger, eine Aktionskampagne zum Thema Wohnraum, insbesondere Mieten. Und da gibt es eben auch einen Vortrag und dann gibt es da auch eine Pressemitteilung und dann gibt es da auch eine Demonstration und eine Party, weil der Erste der Hochschule beteiligt ist. Also ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, soll man demonstrieren oder nicht. Ja klar, wenn es Studierende gibt, die man damit für die Sache, die meiner Meinung nach alle Studierende, fast alle Studierende was angeht, dazu bringt, sich dafür zu engagieren, auf jeden Fall. Achso, ja. Ja, ich habe das ja im spezifischen Kontext der Sache mit Studierenden in der akademischen Selbstverwaltung. Ich glaube, ich halte viel mehr als Tobias von Protesten und Demonstrationen. Ich halte das für ein sehr valides Mittel.
Wie, also natürlich bin ich auch dafür, verschiedene Wege zu wählen. Also klar, natürlich ist nicht alle Studis werden irgendwie auf eine Demo gehen. Klar. Aber ich denke, dass es mit unter den besten Mitteln ist, um irgendwie Druck und öffentliche Sichtbarkeit aufzubauen. Also an Wahlplakaten kann ich vorbeilaufen, an irgendwie Infografiken noch viel einfacher. Aber an der Demo kann ich mir nicht vorbeilaufen. So, ich glaube, da würde mindestens der Hauptteilstudie mal irgendwie kurz drüber nachdenken oder irgendwie mal drüber reden vielleicht oder so, auch wenn Menschen vielleicht nicht so viel politisch engagiert sind oder so viel Zeit und Energie in politischen Aktivismus verwenden kann. Und das kann auch Druck natürlich auf Leute ausüben, die jetzt gar nichts mit der studentischen Selbstverwaltung zu tun haben. Also ich meine, also vielen Studis geht es vielleicht so, dass sie nicht wissen, was gerade im Aster abgeht, weil vielleicht nicht genug Transparenz existiert, aber ich glaube, es gibt auch viele Leute in der akademischen Selbstverwaltung, die nicht wissen, was gerade im Master abgeht, aber möglicherweise aus Desinteresse vor allem. Und gerade das kann dadurch ja geändert werden. Jetzt vielleicht noch ergänzen, genau. Also Mainz ist sicherlich bekannt für seine Studentenproteste, also die berühmten 68er waren hier auch einfach nicht so heftig, aber unter anderem eben auch, weil dann die Unileitung da auch auf die Studierenden zugegangen ist, aber natürlich ist sowas wie die akademische Selbstverwaltung oder sowas erstritten worden und ist nicht von Anfang an gegeben gewesen. Und da muss man sich vielleicht schon natürlich fragen, mit welchen Dingen kann man sich abfinden, will man sich abfinden, was kann man auch nochmal in Frage stellen und muss man dann aber natürlich auch als gesamte Studierendenschaft in Frage stellen, damit es eben eine Stimme hat oder ein Gewicht hat. Also das auf jeden Fall. Ja. Beisteuern. Und zwar geht es da insgesamt so ein bisschen darum, woran könnte das liegen, dass Studierende sich gar nicht für Hochschulpolitik interessieren. Das eine ist so ein bisschen, vielleicht fehlt einfach die Identifikation mit dem Standort. Man ist irgendwie, was du ja auch gesagt hast, man ist kurz hier, man hat irgendwie tausend andere Sachen zu tun, man denkt, ich kann eh nichts bewirken, was soll ich da wählen gehen. Und das andere geht so ein bisschen in die Richtung, vielleicht liegt es daran, dass ich, also das wird so, ich zitiere mal, es hat sich sowieso in den letzten sechs Jahren für die Studierenden aus Aster-Richtung nichts verbessert. Das Parlament ist schlicht zu schwach und anscheinend auch nicht gewillt, mit Nachdruck tatsächlich sinnvolle Neuerungen zu verfolgen. Außerdem erfolgt überhaupt keine transparente Kommunikation der erzielten Erfolge, falls es solche denn geben sollte. Diese Punkte begründen wiederum den Gedanken, dass sich Studierende des Amtes wegen aufstellen und wählen lassen, nicht jedoch aus Überzeugung, also ein bisschen, was ist denn überhaupt die Verantwortung, die Macht, die der Aster, aber vielleicht auch das Studierendenparlament Parlament gegenüber dem Aster und der Universität hat. Ja, also ich sehe das tatsächlich nicht so, dass sich in den sechs Jahren nichts verändert hat. Ich habe die letzten sechs Jahre auch mitbekommen. Da gab es einige Sachen, die sich verändert haben im Aster. Ich finde die Frage, warum sich Studierende nicht dafür interessieren, aber eigentlich viel interessanter, als jetzt irgendwie aufzuzählen, was der Aster in sechs Jahren alles gemacht hat. Meiner Meinung nach kann man nicht erwarten, dass sich alle für die Hochschulpolitik interessieren. Genauso wie man nicht erwarten kann, keine Ahnung, dass sich jetzt alle dafür interessieren, bei einer Redaktion zu arbeiten oder bei einer Theatergruppe mitzumachen. Es gibt halt einfach... Aber ist es da nicht ja schon irgendwie ein allgemein politisches Interesse, als jetzt sozusagen sehr partikular, ich spiele gerne Theater oder nicht, oder ich möchte Journalistin werden oder nicht, sondern die Frage ist, okay, ich habe hier die Möglichkeit, mich zu beteiligen, zu wählen, Dinge mitzugestalten, zu verändern, die auch über meinen eigenen persönlichen Nutzen vielleicht hinausgehen. Wenn ich Theater spiele, ist es ja erstmal für mich schön. So. Und vielleicht auch für die ZuschauerInnen, aber weiß ich nicht genau, je nachdem, wie talentiert ich bin. Und ich weiß nicht, ich fand auch vorhin in deiner Diskussion, das klingt alles sehr resigniert in dem Sinne. Machen das sechs Jahre Hochschulpolitik mit einem? Oder? Nee, also persönlich bin ich da nicht resigniert. Ich würde es eher als realistisch bezeichnen. Also wenn man sich mit Studierenden unterhält, da gibt es welche, denen kann man erzählen, was der Aster alles Tolles macht. Und die sagen dann, ja, Semesterticket brauche ich nicht. Interessiert mich nicht. Also das ist halt einfach so, dass es Studierende gibt, die interessiert das einfach nicht.
Und da kann man noch so viel erzählen, was ist der AStA und was macht der CEFA und wo geht der Semesterbeitrag hin. Es gibt Menschen, die interessiert das schlichtweg nicht. Und meiner Meinung nach gibt es da eigentlich ziemlich viele von. Das finde ich schade, aber ich kann den Leuten auch nicht vorschreiben, was sie interessiert. Wenn mit den Angeboten, die gemacht werden, mit den Informationen, die gegeben werden, wenn das alles aufgenommen ist und am Ende kommt raus, ja, es interessiert mich halt immer noch nicht, dann muss man sich damit abfinden. Da die Leute irgendwie zu missionieren, zu sagen, Politik ist wichtig und das geht alle was an, das wird vielleicht bei Studierenden noch besser funktionieren als im Großteil der Gesellschaft, aber es wird halt auch nie bei allen ankommen. Aber es ist natürlich auch die Frage, bei wie vielen es ankommt. Also es war ja heute auch irgendwie immer wieder Thema in der Diskussion, dass ein Großteil der Studierenden irgendwie gar nicht genau weiß, was da passiert. Leute, die nachfragen, irgendwie denen gesagt wird, es war jetzt ein Einzelfall, aber das ist so kompliziert, fragt dann mal jemand anderen. Oder was jetzt ja auch schon häufiger schon vorkam, es gibt in der kleinen Wiesin dann offensichtlich das Diagramm und die Erläuterung, aber es kommt bei niemandem an oder bei nicht bei niemandem, aber bei vielen nicht an. Und deine Argumentation baut ja so ein bisschen darauf auf, okay, selbst wenn ich den Menschen das erzähle alles und noch so schön erzähle und genau erläutere, am Ende wird es immer Menschen geben, die sagen, okay, interessiert mich nicht, bringt mir selbst keinen Nutzen, ich brauche kein Semesterticket, deshalb ist mir der AStA egal. Aber die Argumentation setzt ja eigentlich auch schon voraus, dass man die möglichst viele Menschen erreicht und am Ende wird noch ein Prozentsatz übrig bleiben, den es nicht erreicht. Also den es nicht interessiert. Aber dafür müsste man ja versuchen, eben den Prozentsatz zu steigern, die überhaupt wissen, dass es das gibt. Klar muss man das, aber ich finde nicht, dass man den Anspruch haben muss, alle Menschen dazu zu bekehren, die Hochschulpolitik jetzt toll zu finden. Ich glaube, das wäre eher was, was einen resignieren lassen würde, wenn man mit diesem Anspruch heranginge. Aber alle und 11% Wahlbeteiligung sind ja schon eine große Diskrepanz, ne? Ja, klar, es ist eine große Diskrepanz. Da müssen wir auch was tun. Aber die Frage war ja, warum interessiert es Leute nicht? Und da wollte ich eben diesen Aspekt mit hereinbringen, dass es Leute halt einfach nicht interessiert, weil die anderen Interessen haben. Das kam bisher noch nicht in der Debatte. Ich gehe auch davon aus, dass hier nur Leute sitzen, die das sowieso schon interessiert. Und dass hier keine Leute sitzen, die Hochschulpolitik nicht interessiert. Das ist einfach wegen der Art der Veranstaltung. Das wollte ich eben da nur als Input mit reingeben, ohne jetzt zu sagen, das interessiert alle nicht. Es gibt ja ganz viele, die das interessiert, nur dass diese Perspektive eben nicht verloren geht. Vielleicht erstmal vom Podium runter. Sie hatten noch nichts gesagt. Also, dass das Desinteresse dramatisch ist, das hat man, glaube ich, gerade hier bei der Wahl gesehen. Hier im GfG musste man sich ja unglaublich bemühen, an den Wahlurnen vorbeizulaufen. Es war richtig, richtig schwer, nicht zu wählen. Das ist ja schon ein aktiver Akt, eine klare, objektive Verweigerung. Eigentlich sind wir alle demokratisch erzogen und wissen im Prinzip, worum es geht und wie wichtig das ist. Wer da nicht wählt, der trägt die Verantwortung auch erstmal selber. Aber davon abgesehen, man kann immer schimpfen, noch und noch, und du hast ja die Berichte referiert, vielleicht keine Bindung zu Mainz. Vielleicht gibt es ja woanders an anderen Hochschulen bessere Erfahrungen. Weiß denn vielleicht jemand was von der Uni, wo signifikant mehr als 10-11% zur Wahl gehen? Vielleicht könnte man davon ja was lernen und ableiten. Möchte jemand aus dem Plenum was dazu sagen oder soll ich? Ja. Also es gibt durchaus Universitäten, wo das anders ist. In Göttingen beispielsweise ist ja wahrscheinlich eine der politisierteren Universitäten in Deutschland, aber vielleicht zum Beispiel auch in Hamburg ist eigentlich ein bisschen mehr. Wahlbeteiligungstechnisch nicht gut. Aber zumindest hat man von anderen Universitäten, ebenfalls in Frankfurt, an der Goethe-Uni, das zumindest ein Gefühl ist, vielleicht auch so eine Diskrepanz, dass irgendwie grundsätzlich ein stärkeres Interesse da ist. Wir haben ja auch schon uns ausgetauscht mit Vertretern von den anderen Campus-Medien im Rahmen dieses Projekts und die haben zum Beispiel gesagt, naja gut, also die Wahlthemen zum Beispiel laufen bei uns ziemlich gut, wenn wir das machen. Das sieht bei uns anders aus. Ja? Also auch wenn wir Inhalte produzieren zu den Wahlen beispielsweise, werden die auch gar nicht so stark nachgefragt. Und das scheint dort zumindest ein Stück weit anders zu sein.
Zu der Einordnung, also Göttingen war in den letzten Jahren häufig über 30%, jetzt sind sie auch unter 30. Dieses Jahr war, glaube ich, Lübeck auch sehr stark über 30, aber das weiß ich jetzt auch nicht so genau, also nicht drauf festnageln. Es gibt ein paar Hochschulen, die sind über 20, also ein paar Universitäten. Ich habe das jetzt hauptsächlich wirklich nur für Universitäten im Kopf. Aber ansonsten gibt es halt viele Universitäten, wo die Wahlbeteiligung so zwischen 10 und sagen wir mal 18% maximal ist. Und dann gibt es halt die Ausreißer nach unten. An der HU wurde irgendwie in den letzten 10 Jahren nie die 10%-Marke geknackt. Im Ruhrgebiet teilweise irgendwie 4%, 6%. Genau. So zur Einordnung. Ja. Kann man daraus was lernen? Wie unterscheiden Sie sich den? Ich kann jetzt zu Göttingen kurz was erzählen. Da gibt es einen sehr starken Wahlkampf, der sehr, sehr, sehr aktiv geführt wird, wo aber auch die Hochschulleitung das unterstützt in dem Sinne. Es gibt in Göttingen ein zentrales Hörsaalgebäude, wo es halt einfach unten ein großes Foyer gibt, wo die Hochschulgruppen, wo die Hochschullisten Stände aufbauen dürfen. Die müssen sie abends auch immer wieder abbauen, brandschutztechnisch, aber sie dürfen das eine Woche lang machen. Und da sind dann tatsächlich irgendwie, da läuft Musik, diese ganzen Stände sind besetzt. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Flyer-Material. Das ist dann auch schon wieder eine Materialschlacht, wo man dann auch überlegen kann, wie sinnvoll ist das. Und jede einzelne Liste versucht sich tatsächlich irgendwie mit etwas Kulinarischem abzusetzen. Das ist auch dann wieder fragwürdig, so finde ich, jetzt persönliche Einschätzung nur. Also bei der einen Liste gibt es Waffeln, bei der anderen Liste gibt es Glühwein, bei der dritten Liste gibt es irgendwie Sandwich-Toast und ja, da ist es aber auf jeden Fall so, dass man praktisch nicht irgendwie auf diesem Campus sein kann, ohne dass man sieht, es ist Wahl. Also, weil durch dieses Foyer kommt man halt praktisch nicht durch, ohne zu sehen, okay, was machen all diese Menschen da? Jeder möchte mir einen Flyer in die Hand drücken. Sie haben alle irgendwie dieselben Pullis in irgendwelchen Farben an und das ist da sehr stark. Anderes Argument, was, ich denke, an anderen Hochschulen wird auch viel Wahlkampf gemacht, vielleicht nicht so mit Material intensiv und nicht mit Waffeln. Anderes Argument ist, denke ich, liegen zum Beispiel Semesterticket-Abstimmungen parallel zur Stupa-Wahl oder Stura-Wahl. Das ist in Göttingen die letzten Jahre der Fall gewesen. Ich glaube, es ändert sich jetzt gerade, weil es nicht mehr jedes Jahr abgestimmt werden muss. Das weiß ich aber jetzt gerade auch nicht mehr alles auswendig perfekt. Und ich habe im Kopf, das auch nicht ganz sicher, aber ich habe im Kopf, dass an der TU Dortmund es mal ein Jahr gab, wo dann die Stupa-Wahl, wo zur Stupa-Wahl parallel die Semesterticket-Abstimmung war und dann ist es direkt signifikant hochgegangen. Ja, Entschuldigung, das war jetzt länger als gedacht. Ja, also ich wollte nur vorhin, das passt jetzt sehr gut, auch nochmal sagen, ich meine, wir haben jetzt alle so ein bisschen Asta-Bashing betrieben, der ist nicht transparent genug und wir haben alle auch mal irgendwie die Medien kritisiert. Und das ist ja auch alles wichtig, weil wir also alle diese Beteiligten sozusagen müssen sich ja auch immer nochmal kritisch hinterfragen. Aber tatsächlich wollte ich auch nur nochmal sagen, auch als jemand, der lange hier studiert hat, also wenn Wahlwoche ist, kann man nicht übersehen, dass Wahlwoche ist. Also du hast es jetzt aus Göttingen beschrieben, du kommst nicht von hier. Das ist ja eigentlich ähnlich. Also ihr drückt einem auch irgendeinen Flyer in die Hand, es wird Eis verteilt, es werden Waffeln verkauft, es hängt alles voller Plakate, es gibt leider mal, es wird alle zwei Tage die Polizei gerufen, weil sich irgendjemand die andere Hochschulgruppe anzeigt wegen irgendwelchen falsch gehängten Plakaten. Es gibt die Wahlzeiten. Also man kann eigentlich nicht übersehen, dass Wahl ist. Wenn ich das ganze restliche Jahr nichts mitkriege, was tatsächlich zugegebenermaßen sehr viel schwerer ist, ja. Aber dann kann ich dann hingehen und mir die Wahlzeit entnehmen, durchblättern und direkt wählen. So, es ist wirklich, also, und da muss man dann schon auch sagen, warum machen das nur 10%? Liegt das wirklich nur an mangelnder Transparenz und so weiter? Oder müsste man da ganz andere Gründe suchen? Ich glaube, es liegt an das, was Philipp ganz, ganz am Anfang als einleitenden Satz gesagt hat. Ich glaube, ganz vielen Studierenden ist nicht bewusst, was sie für ein unheimliches Glück mit einer verfassten Studierendenschaft hat, weil es funktioniert ja im Großen und Ganzen alles. Dass man dafür wählen gehen muss, dass man dafür sorgen muss, dass die Hochschulleitung sieht, dass die Studierenden ihre eigene verfasste Studierendenschaft wollen, dass ihnen das wichtig ist, dass sowas rückt dann auch erst ins Bewusstsein, wenn zur Debatte steht, das Ganze abzuschaffen oder so. Und ich meine, klar, wir kennen das aus Bayern, dass das ein riesiges Problem ist, aber das ist den
den Basisstudierenden ist es ja nicht bewusst, dass das so massive Konsequenzen hat, weil es ja läuft. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem, dass einfach nicht klar ist, was für einen Wert so eine verfasste Studierendenschaft eigentlich hat. Ich will zuerst mal. Ich würde jetzt einmal so rumgehen, damit ihr euch alle mal, sozusagen ihr alle mal eure Position sagen könnt. Achso, ich auch. Okay, ich würde gerne Philipp teilweise und dem Kommentar aus dem Publikum widersprechen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es, also ich sehe es folgendermaßen. Ich glaube, es gibt drei Gruppen von Studierenden, wenn wir Wahlbeteiligung betrachten. Einmal gibt es die, die super politisch interessiert sind, immer wählen und oder so, die sich sogar in Hochschulgruppen engagieren. Für die müssen wir nichts mehr machen, die sind schon gecheckt. Dann gibt es Studierende, die sich partout wirklich gar nicht für Politik interessieren, die bei jedem Gespräch über Politik instantan abschalten. Da glaube ich, ist der Ansatz, dass halt, also ich finde, alle Menschen sollten sich für Politik interessieren, aber da sollte man eher sowas machen wie Klassenbewusstsein schaffen, Bewusstsein über die politische Situation in Deutschland schaffen, Bewusstsein über die Situation auf dem Campus zu schaffen. Das ist etwas Schwieriges und eher Langfristiges. Dann aber, glaube ich auch, was hier bisher sehr wenig angesprochen wird, gibt es eine große Gruppe von Leuten, die sich sehr wohl für Politik interessieren und die sehr wohl eine politische Position haben, und ich glaube, von denen auch wahrscheinlich viele hier im Raum sitzen, die aber möglicherweise das Gefühl haben, sie haben keinen Zugang zur Politik oder können es mit ihren Ressourcen nicht vereinen oder haben das Gefühl, also dass der Asta irgendwie nichts verändern kann oder so. Und ich glaube, da sollte vielleicht am meisten zugearbeitet werden. Da würde es schaffen, halt eben kurze Blogberichte zu schreiben, weil ich glaube, die Menschen würden möglicherweise einen Blogbericht als niedrigere Hürde sehen als irgendwie die Teilnahme einer Stupa-Sitzung. Da, finde ich, kann man dann öfter darüber berichten, was der Ast überhaupt macht, damit Menschen mehr Einsicht darüber haben, was halt eigentlich geschieht in der Politik, was gerade so, was so Thema ist im Moment. Da könnte man zum Beispiel auch irgendwie Veranstaltungen organisieren zur Struktur der Hochschulpolitik oder einfach mehr Werbemittel über die Aufklärung, für was Hochschulpolitik eigentlich ist, ansetzen. Zum Beispiel mehr Infografiken, andere Sachen, andere Flyer, irgendwie andere Veranstaltungen. Profs könnten das sagen, die akademische Verwaltung würde auch mal irgendwie dazu genötigt werden, da mal darauf hinzuweisen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das Problem ist, dass Leute sich zu wenig für Politik interessieren. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass viele Leute sich für Politik interessieren. Und deswegen hilft es meiner Meinung nach auch nicht so super viel, mehr auf die Wahlwoche hinzuweisen. Weil ich glaube tatsächlich, fast alle Studis wissen von der Wahlwoche, wissen, wo und wie sie wählen können. Aber sie tun es bewusst nicht, obwohl sie sich für Politik interessieren, weil sie halt diese Hürden sehen oder sehen, dass nichts passiert. Und da sollte halt vor allem, glaube ich, sein. Genau. Also gerade ganz kurz dazu, ich würde auch sagen, dass das Bewusstsein dafür, was Hochschulpolitik leistet, eben ganz wenig vorhanden ist. Und das ist ja ein Grundproblem auch unserer gesamten Demokratie und aber eben auch auf dem Campus definitiv. Für Mainz fände ich persönlich noch interessant, aber darüber gibt es leider auch noch keine vernünftigen Statistiken, die Frage, wo kommen die Leute eigentlich her? Gefühlt kommen hier relativ viele Menschen aus dem Umland oder jetzt eben gar nicht so weit weg. Was natürlich dazu führt, dass die im Zweifelsfall noch jahrelang eigentlich ganz woanders verwurzelt sind, da womöglich auch eingebunden sind in ehrenamtliche Strukturen, sonst was. Und tatsächlich, da sind wir zur Frage der Identität, es schon sein könnte, dass hier vielleicht in Mainz ein hoher Anteil ist, der das Studium so ein bisschen abhakt, aber eben eigentlich, keine Ahnung, seine Gemeindearbeit weitermacht und gar nicht auch so das Bedürfnis hat, hier überhaupt sich zu verwurzeln. Das fände ich spannend, geben die bisherigen Statistiken noch nicht her, inwiefern das ein Einfluss ist. Und ich meine, was man ja auf jeden Fall heute Abend wird mitnehmen können, ist die Sache, dass sowohl Hochschulgruppen, politische Hochschulgruppen im Allgemeinen, als auch die Organe im Internet gut auffindbar sein sollten und irgendwie Programme, womöglich aktuelle Projekte oder sonst wie auffindbar sein sollten. Und einfach Online-Präsenz womöglich in Zukunft wichtiger ist als die kleine Riesin, weil die eben womöglich im ersten Überschwang weggeworfen wird. Und wenn man sich dann fragt, so, ach, was ist eigentlich der Asta, dann googelt man halt. So passiert, also so läuft es ja inzwischen einfach. Und dann ist es eigentlich schade, wenn so viel Energie dann in was gesteckt wird, was die Leute nicht wahrnehmen und die Information dann an den Leuten vorbeigeht. Aber vielleicht könnte man das ja konkret, wirklich ganz konkret mitnehmen.
Ja, also es haben sich jetzt zwei Dinge bei mir eingesammelt. Einmal zu dem Ding mit der Wahlwoche, dass man es ja dann nicht übersehen kann, dass auf dem Campus Wahlwoche ist. Ja, das gebe ich zu. Man sieht, da sind Parteien und die existieren. Das Problem ist halt, dass man die 365 Tage vorher halt nicht sieht, dass da Parteien sind, dass die existieren und dass sie Dinge tun. Das ist ein bisschen wie der Supermarkt, der nur eine Woche im Jahr seine Beleuchtung anhat, dass man sieht, der Supermarkt hat offen. Die restlichen Wochen werde ich auch nicht dahin gehen. Deswegen, ich glaube, wenn die Leute mehr sehen würden, dass die Hochschulparteien was tun, dann wäre die Motivation auch vielleicht das Wahlmaterial mitzunehmen vielleicht ein bisschen größer. Was ich auch noch hinzufügen wollte, ist, dass ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ich interessiere mich für Hochschulpolitik und ich beschäftige mich damit, weil ich nun mal in der Situation drin bin. Ich würde mich persönlich jetzt weder als politisch interessierten Menschen noch als hochschulpolitisch interessierten Menschen beschreiben. Der Grund, weshalb ich mich damit beschäftige, ist, weil ich nun mal in der Bundesrepublik Deutschland lebe und an der Universität Mainz studiere. Darum setze ich mich damit auseinander, weil ich mir denke, es ist meine Pflicht, meine Wahlberechtigung zu nutzen. Also deswegen, ich würde es jetzt nicht darauf schieben, dass Leute die Hochschulpolitik nun mal einfach nicht interessiert. Interessieren und tangieren, das ist halt Unterschiede. Ich gehe einmal das Podium, also ich habe noch gerne das Podium einmal fertig und dann du hattest dich auch vorhin. Ja, ich wollte doch gerade den Aspekt aufgreifen, du hast auch wiederum recht, indem du sagst, die Hochschulgruppen im Endeffekt sind nur diese eine Woche im Jahr sichtbar. Das würde ich um den Punkt noch erweitern, dass wenn man im Aster ist, dann tritt automatisch, die Hochschulgruppenarbeit in den Hintergrund, weil man ja im Aster ist und man hat auch, wie gesagt, was hier ein bisschen untergegangen ist, als eine politische Hochschulgruppe beschränkte Ressourcen beziehungsweise von Leuten her, dass das gar nicht so viele sind, die das im Endeffekt machen. Und was der Herr eben in der zweiten Reihe gefragt hat, um jetzt mal auf, wie auch die Veranstaltung angeteasert ist, man muss ja mal auf die nackten Zahlen, also wenn es darum geht, die nackten Zahlen zu steigern, wir liegen bei einer Wahlbeteiligung von 12%, und da muss man sich ja fragen, ist das noch demokratisch legitimiert? Wir haben jetzt auf den Weg gebracht, im letzten Aster Online-Wahlen. Online-Wahlen funktioniert. Die Uni Jena hat eine Wahlbeteiligungssteigerung nach Online-Einführung der Online-Wahlen von über 100% gehabt. Also die liegen jetzt irgendwo bei 20% Wahlbeteiligung. Es ist aber auch schwierig, muss man auch sagen, weil wir haben das jetzt letztes Jahr ins Stupa gebracht und von der Informatik kamen dann auch datenrechtliche Datenschutzbedenken, und das, weil das über einen Drittanbieter dann läuft, das ist ein Unternehmen, das wollen natürlich auch einige Gruppen nicht. Das dauert seine Zeit, bis sowas auf den Weg gebracht ist, aber da sind wir auch dabei, und ich glaube auch der aktuelle Aster wird sich auch damit weiter auseinandersetzen. Aber das ist jetzt mal so ein ganz pragmatisches Instrument, wie man die Wahlbeteiligung in Zukunft auch vielleicht steigern könnte. Und dann vielleicht als letzte Frage noch. Ich wollte eigentlich einen Kommentar nicht spezifizieren. Okay. Ich weiß nicht, ob das falsch ankam oder ich falsch gesagt habe, aber ich habe nicht, also mein Kommentar bezog sich nicht auf, warum haben Leute kein Interesse, sondern tatsächlich, warum gehen sie nicht wählen? Also, dass sie eben nicht wählen gehen, weil das Bewusstsein nicht so da ist. Und nicht, weil sie sich nicht dafür interessieren. Dann nehmen wir einfach dich vielleicht als letztes. Ja, ich wollte nur ganz kurz anmerken, ich habe auch das Gefühl, dass man quasi nicht, also dass man von der Wahl überrannt wird und eigentlich keine Chance hat, nicht zu wählen. Aber das ist auch so ein bisschen als Geisteswissenschaft, hat man auch so das Gefühl, weil es ist eine Dauerrunde im REWI, im FILO und im GFG und dann die vierte ist, glaube ich, in der Zentralmensa. Und wenn man ist jetzt Naturwissenschaftler, ich weiß, dass man da, dass die nicht so viel Interesse an der Hochschulpolitik hat, aber wenn man da eigentlich studiert und nicht so gerne in der Zentralmensa ist, dann kommt man da vielleicht auch nicht so vorbei wie hier in den Geisteswissenschaften. Ist nur so ein, und wir haben auch ein paar ausgelagerte Bereiche so, wir haben darüber geredet bei der letzten Wahl, weil wir dann dachten, ja, eigentlich kommt man nicht dran vorbei. Dann so ein zweiter Gedanke ist, man kommt doch vorbei, wenn man eben nicht Geisteswissenschaftler oder nicht GFG, Philo, wie es immer. Also nur, keine Ahnung, vielleicht ändert das was, wenn es auch doch noch ein paar mehr Daueruhren gibt. Keine Ahnung, also vielleicht ändert es auch nichts, aber ich wollte es nur mal eingeworfen haben. Also, ja. Ja, dann vielen, vielen Dank für eure Beteiligung. Vielen Dank an euch, dass ihr mit uns diskutiert habt. Auch vielen Dank an euch als Publikum, dass ihr so viele Fragen hattet und euch so toll eingebracht habt. Und dann hoffen wir einfach, dass das Interesse jetzt größer ist als vorher. Und
ihr auch viel für eure Arbeit und ihr für vielleicht eure WG-Küchengespräche mitgenommen habt. Vielen, vielen Dank.